herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe hier bei der Funtime Arena. Ja, neben mir, dem Ben von der Funtime Arena, ist natürlich auch wieder die Biene dabei von... Der Funtime Arena. Und zwei Leute, die wir auf der Straße gerade aufgegabelt haben. Wir haben gerade unser Weihnachtsspecial gedreht und tada! Asyl bekommen, yeah! Ihr habt es vielleicht schon gehört, Vivi Bing ist da und natürlich auch Kevin von Vivi Bing, dem Beauty-Kanal mit ein bisschen Freizeitpark. Aber nur ein bisschen Freizeitpark und ein bisschen Vlogs, ja. Ja, unser Thema heute, ihr habt es vielleicht schon gelesen, es ist ja Weihnachtszeit, es weihnachtet sehr und deswegen haben auch einige Parks natürlich noch auf und auch das Phantasialand mit dem schönen Wintertraum. Darüber wollen wir heute reden und über Weihnachtsmärkte. Vorher sei aber noch gesagt, wir haben unseren Kanal ein bisschen erweitert, beziehungsweise diesen Podcast. Denn den Podcast gibt es jetzt nicht nur bei uns hier auf YouTube. Nein, wir sind nämlich jetzt auch vertreten bei iTunes. Also ihr könnt uns jetzt auch mitnehmen, auf dem iPhone laden und im Auto hören. Und auch ja auf diversen Podcast-Portalen sind wir jetzt auch anwesend. Also wenn ihr uns von da aus hört, schöne Grüße auch mal, ne? Na, Apple und weiß ich wohin. Und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, jetzt würde ich sagen, fangen wir mal an mit dem Thema Phantasialand Wintertraum. Da waren wir ja vor kurzem erst. Ja, gemeinsam waren wir da. Gemeinsam mit Markus und Irene von ME Pictures Freizeitpark TV. Mit Willi. Willi, mit Malte, mit Golden Tapes, Mr. Nicey Nice, Marc. Und die Phantasialand Arena war am Start. Habe ich jetzt jemand vergessen? Ja, und Vivi Bing, ne? Ja, Vivi Bing habe ich auch schon. Ja, ja, die sind nicht so wichtig, die sind ja immer da. Ja, aber wie heißt denn der, verdammt, der, oh Gott, den Namen? Joscha. Genau, der war auch da. Ja, Phantasialand Wintertraum, ne? Wir hatten Glück, es war kalt. Obwohl, so kalt war es ja gar nicht. Es war kalt und die Eisfläche hat funktioniert. Die Eisfläche hat funktioniert, ja. Weil normalerweise haben die ja meistens Probleme letztes Jahr das kühl zu halten. Also es war eigentlich mehr halber aufgetauter, nachgemachter See als eingefrorene Eisfläche. Ich war so krass im letzten Jahr. Ja, die haben echt eine komplette Hälfte abgesperrt teilweise, weil halt alles nass war. Zur Saisonöffnung war die Eisfläche gar nicht da letztes Jahr. Also die war zwar da, aber die konnte nicht befahren werden, weil es einfach zu warm war. Ja, aber dieses Jahr echt Glück gehabt. Aber ich bin ja eh nicht so könnt ihr ja Eis laufen? Ja, so eine Stunde mit Festhalten, danach trauen wir uns aber auch immer so ohne Hände. Diesen kleinen Pinguin, die dir auf der Eisfläche haben. Das ist aber ein Phantasialand schon ein Problem, weil da kannst du, ich gebe da ein bisschen Gas und knall dann irgendwie gegen, wie heißt denn das? Das drumrum? Ja. Aber da ist ja nichts drumrum, da knallst du auf die Tribüne dann. Da ist halt. Also mit der Vivi Eislaufen macht richtig Spaß. Ja, also wir müssen eigentlich in die... Nein, ich kann es nicht. Ich möchte es auch nicht. Aber kann die Vivi denn... Nee, gar nicht. Aber ich festhalten? Panik. Ich kann mich auch nicht... Weil Kevin kann so gut, wirklich sehr, sehr gut, ist super schnell und rast durch die Fläche. Und wenn er mich mitnimmt und dann ein bisschen Speed hat, das kann man verdammt scheiße, das sieht man ja jetzt nicht, dann sieht das aus wie so, als ob ich so meist meinen Hintern nach hinten ausgestreckt und dann... Kevin, 5 Meter weiter, aber habt doch noch an Händchen gehalten. Ich so, nein, nicht schneller, nein. Aber wie so Superman, ne? So ja, genau, und ich so ganz hinten. Ich so, nein, nicht so schnell. Ich hab so, es ist nicht schnell, es ist wirklich langsam, das ist schon so schnell. So mit eingedrückten Knien, Po raus. Ja, Po raus, Hände aus so nach hinten, und dann so, weißt du, so Superman, genau, Superman. Ja. Schrecklich, nie wieder. Ja, wir waren ja auch, kommt ja gleich noch als Thema, aber wir waren ja in Maastricht auf dem Weihnachtsmarkt. Und da gibt es auch eine Eisfläche und die haben jetzt neuerdings dieses Jahr so eingezäunt, so einen kleinen Bereich für Leute, die nicht Schlittschuh fahren können und für kleine Kinder. Die können dann da halt immer schön aufs Maul fallen und alle anderen, die halt schnell sind, die kommen halt gar nicht mit den Kindern in Berührung. Oh, voll praktisch. Aber im Phantasialand gibt es ja auch die Pinguine als Stützhilfe das für stimmt. die Ja, aber es ist immer nur Kinder, aber es gibt auch Erwachsene, die nicht Schlittschuh fahren können und das gerne machen würden. Man darf das, glaube ich, gar nicht. Also ich weiß, wir waren in Aachen in der Eislaufhalle. Und da wollte ich auch einen Pinguin, weil ich das ja nicht kann. Und weil der Pinguin so niedrig war, das wäre zu gefährlich. Deswegen durfte ich keinen Pinguin mit mir führen. Das heißt, muss ich jetzt an die Balustrade festhalten und sich dann so weiter. Das habe ich nämlich gemacht. Genau. Und ein paar Runden rum. Oder am Rücken vom Ben. Dann ist das ein größerer Pinguin. Ja, aber es macht keinen Sinn. Er kann es ja auch nicht. Dann kann ich mir auch am Geländer festhalten.
Wir müssen alle gemeinsam dahin gehen. Nein, das müssen wir nicht. Kevin, ja, wir will das schon seit einem halben Jahr, sagt er das. Oh, es wird so lustig werden, wenn wir in die Eissporthalle gehen. Und dann haben die Leute was zu lachen. Ja, super. Und ich heule dann danach, weil ich so voll fertig mit der Welt bin. Oh. Nein, okay, so schön wird es nicht sein, aber... Aber die Eisfläche, die wird ja auch genutzt für The Magic Rose. Magic Rose. Wir waren ja dann nochmal da. Jetzt mit Vivis Cousin waren wir da. Ja. Zwei Tage später. Und haben uns die Show auch angeschaut. Also über die Shows im Phantasialand ist halt so... Ja. Es ist halt eine Show im Phantasialand, ne? Ja. Also es ist halt nichts Besonderes. Da die Choreos, das war mal die halt was Besonderes früher im Phantasialand, ne? Die Shows. Ja, aber also meine Eltern haben immer gesagt, im Phantasialand, da kannst du auch hingehen. Ich guck mir nur die Shows an, aber das ganze Geld ist schon gut. Wenn du nur die Shows dir guckst, das. Aber es ist nicht mehr so. Die Sache ist halt, die Choreografie, die da eingeübt haben, ist sowas von unspektakulär und so. Also das habe ich mir mit meinen 6 Jahren damals mit meiner Cousine früher selber ausgesucht. Also es ist wirklich so einfache Tanzschritte. Das kann jeder, da muss man kein Tänzer für sein. Okay, sind das denn auf dem Eis und die haben die Schlittschuhe an? Nee, die haben... Ja, also es ist so, dass die Eisfläche wird ja kurz, also die wird ja auch zugemacht dann. Ja. Und dann wird da halt so weiß, ich ja, so glaube, dass da quasi weißer Vlies drüber gemacht wird. Okay. Und der Mittelteil, wo der Tannenbaum steht, ist dann voller Vlies. Ja. Aber so, dass außenrum. Es am außenrum noch die Eisfläche da ist. Weil außenrum, also am Ende kommt halt auch ein Schlittschuhfahrer. Ich glaube, wir haben den erkannt, dass es derselbe ist von der Eisshow, der dann da auch nochmal lang geht. Es sind viele von der gleichen Show, also von anderen Shows sind in dieser Show zusammengepackt. Also die Show fanden wir jetzt nicht so geil, aber was wir richtig geil fanden, war halt einfach so... Die Lichteffekte. Ja, okay, die Lichteffekte, wie die Show aufgezogen ist. Also das Bild, das lohnt sich. Also... Da gab's, also hinten sind ganz viele Tannenbäume, die sind alle halt einzeln beleuchtet und die können die auch alle einzeln ansteuern, die können auch verschiedene Farben machen. Und da war dann halt eine Szene, dass der Eisläufer dann lang gelaufen und parallel, wie der Eisläufer gelaufen sind, sind die Tannenbäume gleichzeitig angegangen. Ach cool. Und das, Spoiler! Und das haben die halt mega geil drauf. Also wenn du jetzt nur die Optik von dieser Show, ist es schon geil. Vor allem und auch die Straße von Alt-Berlin, die gehört ja auch noch dazu. Ne? Alles, die Häuser machen mit dem Takt der Musik, es ist wirklich... Also allein das Bild ist schon echt wert, das zu gucken. Nur weil halt der Anfang so schwach ist, sage ich mal nett ausgedrückt, sind halt wirklich auch viele Leute gegangen. Vor uns sind welche gegangen, an der Seite sind Leute gegangen, weil die auch gedacht haben, was soll das? Ja. Weil die meisten wissen nicht, dass es am Ende noch ein Feuerwerk gibt. Und wir sind halt wirklich eigentlich nur wegen dem Feuerwerk dort geblieben. Wir waren alle drei total enttäuscht von der Show selber. Ja. Aber wir haben alle gesagt, diese Lichteffekte, die Musik, das ist alles so stimmig und so perfekt gewesen, dass wir echt gedacht sagten, also eigentlich reicht es nur dafür, die Show zu gucken. Ja. Alles andere, was da vorne, die Geschichte, kannst du echt vergessen. Ja. Also als wir zusammen da waren, haben wir die Show nicht gesehen. Aber das Feuerwerk, ne? Wir waren dann halt an dem kleinen Teil, was Weihnachtsmarkt war, sage ich jetzt mal so, standen wir und haben von da aus dann das Feuerwerk gesehen. Was natürlich jetzt auch nicht so lang ist, klar, aber dafür gibt es das halt auch jeden Tag. Ist halt dafür wird es halt Silvester größer. Genau, das ist ja auch halt auch nur ein Teil der Show, so muss man es halt dann auch eigentlich sehen. Genau. Aber schon ein sehr schöner Teil, also ich finde das, dafür, dass es jeden Tag das Feuerwerk da ist, ist schon sie geben sich echt eine gute Leistung. Ja. Und wenn man drauf achtet, ist das Feuerwerk halt auch viel leiser, als man normales Feuerwerk kennt. Ja, wegen den Anwohnern. Da muss man ja natürlich, ja. Also, die haben es gibt immer nette Anwohner, die sich... Aber ich meine, ich verstehe es auch. Dass überhaupt ein Feuerwerk machen dürfen. Einerseits verstehe ich das auch, weil es halt echt eine späte Zeit. Es ist 8 Uhr, sage ich mal, und du hast kleine Kinder. Und wenn du jedes Mal um die gleiche Zeit, jeden Tag, über den ganzen Winter immer dieses Feuerwerk hörst und je nachdem, wie nah dran wohnst, kann ich mir schon vorstellen, dass es auf Dauer echt... nervig ist. Also ich weiß es halt damals auf dem Band, ist ja auch mal Feuerwerk, also nicht immer, aber halt im Abschluss und wo ich bei meiner Oma war, die direkt am Band gewohnt, früher. Und es war auch immer echt super laut, es war super schön zu sehen, dann hätte man die Fenster nicht zugemacht, das war, also ich kann es mir schon. Ja. Also bis bei mir zu Hause hört man das Feuerwerk vom Öscher Band noch. Also die Kirmes hier in Aachen, falls man den Öscher Band nicht kennt. Und das ist halt auch schon weit weg, also Burtscheid und da ist ja schon, halt und man sieht es trotzdem noch, man sieht es und hört es. Ja. Ist schon krass. Ja, das war, also ja, angefangen hat es eigentlich damit, wir sind reingekommen und haben dann der Markus ja direkt getroffen, der hat sich seine Jahreskarte geholt, sind dann in der Zeit Maus und Schokolade gefahren, genau. Was auch ganz cool war, da gab es nämlich auch schon so ein bisschen so ein kleines Highlight, beziehungsweise eine Änderung, dass die Musik halt anders war als normal.
Die Musik ist halt ein bisschen weihnachtlich, wie im ganzen Park, irgendwie alles ein bisschen angepasst. Und die Mäuse, hat Mark von Golden Tales erzählt, da habe ich nicht drauf geachtet, die Mäuse singen wohl auch Weihnachtslieder, die man so im Hintergrund hört. Finde ich schon ganz lustig. Nicht drauf geachtet. Nee, ne? Ich auch nicht drauf geachtet. Aber wo ich auf jeden Fall drauf geachtet habe, ist, dass zum Beispiel in China oder in Afrika, in Wuhan auch, dass es halt überall Musik gibt, die dann aber halt weihnachtliche Klänge hat, aber trotzdem noch Wiedererkennungswert der einzelnen Themen. Ja, genau, aber auch den Soundtrack zum Beispiel Deep Africa oder auch bei Chiapas. War halt so, dass die Musik von Chiapas halt da war, aber mit halt ein paar, weiß ich nicht, Glocken und sowas. Da frage ich mich auch, ist das von Imascore gemacht oder hat das irgendein anderer noch drunter gelegt? Haben die extra eine Weihnachtsmusik für Phantasialand da nochmal komponiert von den Liedern? Gibt es ein Weihnachtsalbum von Phantasialand Musik? Also von Imascore gibt es eins, aber ob das da jetzt die Lieder davon aus sind, weiß ich auch nicht. Da gibt es auf jeden Fall ein Weihnachtsalbum. Aber bei Klugheim war es ja leider nicht so. Also da hatten die ja keine so Weihnachtsmusik. Aber die haben ja gerade mal die Musik gemacht. Also ich glaube, dann direkt noch eine Weihnachtsmusik hinterher. Aber auf der Toilette meintest du, dass da Weihnachtsmusik war? Auf der Toilette war Weihnachtsmusik. Nein, aber auch auf dem Platz war auch mit Glöckchen Toilette. Oder sowas. Toilette, ja. Nicht? Also hatte ich jetzt, soweit ich weiß. Die best thematisierte Toilette im ganzen Park. Ja, das ist echt so. Also meinst du da bei Fantissima hinten um die Ecke die best thematisierte Toilette? Ach so, die, kennst ja, die? Ja, das ist, ja. Ja, da waren wir doch letztens beim ersten Mal, wo wir so lange angestanden haben. Das ist echt die schönste Toilette im Park. Sieht so total runtergekommen aus, total cool thematisiert. Einfach so. Aber es hat eine richtige Nostalgie, finde ich. Ja. Ne? Die haben nichts dran geändert, aber... Das jeder heult, sag ich jetzt mal, ne? Jeder sagt, ach, es war so schön früher, es war so schön. Und wenn man mal wirklich in der Ecke so lässt wie früher, sagen sie alle, boah, wie schäbig sieht das denn aus? Ja, klar, die haben jetzt nichts restauriert, die haben es jetzt nicht mehr nochmal erneuert oder sauber oder übergestrichen oder so. Die haben es so gelassen, aber so sähe der ganze Park immer noch aus, wenn sie alles so gelassen hätten. Also das ist auch so wirklich so, das ist wirklich so ein Teil vom Park, da war ich halt noch nie. Also in letzter Zeit, weil da ist ja auch nichts mehr. Doch, das ist die Hollywood-Tour, hallo! Ja, dahinter meine ich. Aber also vielleicht ist das ja ein Geheimtipp für Silvester, genau diese Toilette, weil bei Race for Atlantis haben die das ja abgerissen und da ist die Toilette ja jetzt auch weg. Stimmt. Und jetzt haben wir nur noch, also Silvester gibt es nur noch die Toilette in Woodstown. Und damals hatten wir die bei Race for Atlantis ja noch. Ja, da war nicht viel los. Und vielleicht wollen wir einfach da Fantissima. Fantissima hat ja auch auf Silvester. Aber die haben bestimmt das eine... Aber es verraten nicht alles. Das müssen wir nachher anstehen. Das ist auch schlimm, ne? Ja. Insider wissen, ja. Mensch. Aber ich glaube nicht, dass das Tor zu ist. Ich glaube nicht. Wir haben so eine Tor. Die ganzen Jugendlichen, die da hingehen, die randalieren da noch. Die schöne Toilette. Ja, genau, was haben wir dann gemacht? Dann sind wir zu Klugheim, genau. Sind wir nach Klugheim und sind die erste Runde Taron gefahren, ne? Ja, direkt schon, ja, ne? Ja, nee. Nachdem die Jaskarte geholt worden ist, sind wir nach Klugheim. Fahrt war ganz gut soweit, aber nachdem wir dann später nochmal gefahren, also man hat schon gemerkt, dass es dann halt wirklich schneller war, also gefühlt schneller. Und ein bisschen Florida unterwegs. Ja. Also im Dunkeln war es halt, ich weiß nicht, die Dunkelheit macht ja sowieso dann nochmal mehr aus. Merkt man das ja sowieso, glaube ich, anders vom Körperempfinden her. Aber auch nachts. Bahn gelaufen, die Bahn. Ja, das sowieso. Also wenn, ne? Ist logisch, dann ist sie sowieso ein bisschen schneller. Und ja, Klugheim ist jetzt natürlich nicht so viel, was Weihnachten so angeht. Aber ich finde, das ist super schön dekoriert. Das ja. Weil das ist, alles andere ist so, ich finde es super dekoriert. Ne? Alles andere, aber Berlin ist so kitschig zum Beispiel mit viel Bling Bling und Glitzer und Heititititita, so, ne? Ja. Und so, jetzt so Klugheim ist einfach so. Schlicht so. Das Obernhäuschen, da ist halt viel so grün, Gelande. Nur rot, es ist nicht Glitzer und Pink und so und so. Das passt Gelanden, unheimlich, genau, das passt unheimlich gut zu Klugheim, finde ich. Die haben das. Wenn wir die da jetzt auch so viel Glitzer und einen Tannenbaum mit weißen und pinken, weiß ich nicht was, Kübelchen dran gemacht hätten, dann würdest du mir denken, boah, das ist aber sehr viel. Stimmt. Das ist, finde ich, haben die richtig stimmig gemacht. Und obwohl die Taverne von außen halt gut thematisiert ist, halt auch weihnachtlich mit dem auf der Adventskanz, halt die Biene den schon wieder. Ach, Entschuldigung. Und fällt die Benne mal mitten in der Nacht ein, machen wir mal einen Podcast. Das war nicht meine Idee. Er fällt im Käfer miteinander. Das ist der, weißt du, der hat zwar bis 7 Uhr gearbeitet, hat bis 1 Uhr
geschlafen, hat sich dann nochmal schlafen gelegt und hat dann nochmal 2 Stunden von 17 bis 19 Uhr geschlafen. Ja, jetzt bin ich wach. Ja, sag ich. Ja, aber deshalb war mir innen drin auf jeden Fall war gar nichts thematisiert. Ja. Hätte man auch noch. Ja, okay, das Feuer war an, aber ansonsten war ja nichts. Und es war kalt, es zieht da drin immer total in der Taverne. Ja, stimmt. Ja, aber ja, nicht nur im Winter, auch im Sommer. Auch im Sommer zieht es da. Das ist echt blöd. Aber trotzdem. Aber die Klimaanlage war, da waren ja oben so Lüfter, hat die Frau uns ja gezeigt. Ja. Das zog ja aber auch durchs Fenster, also irgendwie durch. Da war irgendwie. Das ist halt so richtig alt. Ja. Richtig also, neu alt. Bestimmt ist der Zug klimatisiert, der ist bewusster. Muss man sich fühlen, wie es damals war. Genau. Ja, wo stimmt. Die Fenster noch nicht so dicht waren. Wenn die Wasserhelme schon thematisiert sind, dann ist auch die Lüftung thematisiert. Die Lüftung? Ja, die. Ich finde einfach die Dekorationen von Tarsilan total schön. Die Beleuchtung in Woostown. Diese. Was sind das? Wenn du durch diesen langen Glasgang da durchgehst, wenn du dann ja. Ne, Richtung Woostown gehst. Glas? Ist das Glas okay. Oben? Ist das ah, du meinst Glas? Dieses oh, ja. Botanische Garten oder so? So. Nee, da wo der Markus in dem letzten... Ja, wo du links rauskommst von Maus der Schokolade und rechts das Haus der Sechs. Ja, genau. Ja. Wo du da durchgehst, dann auf der rechten Seite, wenn du durchgegangen bist, diese Wand, die die da beleuchtet haben, ne, wo das dann nachher aussieht wie so ein Wasserfall, der so runter. Das war in China. Das war in China. Ja, in China oder genau. Bei Mystery Castle gibt es auch so einen Wasserfall. Ja. In China finde ich halt auch cool, der Drache. Scheiße! Ja, Sabine hat sich so mit. Geografie. Ja, genau. In China finde ich auch cool, den Drachen. Also China sowieso. Ist ja auch mega cool beleuchtet, finde ich. Und der Drachen halt, der da jede paar Minuten Feuer spuckt. Das ist ja auch mit dem Ton halt irgendwie also richtig abgepasst. Da wird der Drache von blau wird er dann rot und dann wird es einmal Feuer gespuckt und dann beruhigt er sich wieder. Ist auch ganz cool. Ja, da ist halt so nicht viel, ne? In China. Da ja. Ist halt einfach nur Licht. Ja, einfach so schön aus dem Schnee. Schnee liegt da auch. Ja, die haben dann auch ja. den Glühweinstand, aber der fast nie auf hat. Ja, aber ansonsten ist hatte so der auch China ist schon so eine tote Ecke geworden, finde ich. Ja, außer außer das Restaurant da, also den die, Shop und... Seitdem die Asianalp weg ist, ist es da echt so... Da gehst du halt durch. Nur Mystery Car, du gehst da halt nur durch. Ja. Das ist jetzt kein Aufenthalt für die Ewigkeit. Klar, da gibt es halt Fressbuden, aber... Und jetzt musst du aber nicht mal durchgehen, wenn du zu Mystery Castle willst. Jetzt kannst du auch durch Klugheim gehen. Ja, du kannst eigentlich China komplett in die Ecke. Nur der Gang runter, damals noch zur Westernstadt, der jetzt ja nach Klugheim führt, der ist ja irgendwie immer zu. Mal auch, weil es wird irgendwie voll ist. Ja, finde ich halt auch, das finde ich ja irgendwie auch so komisch. Irgendwie. Also die haben es ja immer aufgemacht für Hotelgäste. Ja, das ist ja die Extrastunde, wenn man die Extrastunde Taron hat, über die Hotelgäste kommt man da durch den Eingang durch. Aber ich glaube halt, dass sie es auch am Anfang gemacht haben, um einfach so diese Massen... bisschen zu lenken. Ja. Damit du halt nicht diese Massenpanik hast, alle quetschen sich da durch. Beim Mystery-Eingang konntest du ja damals auch nicht direkt zu Klugheim. Ja. Da haben die ja auch zugemacht und musstest immer über Berlin oder quasi über Berlin in die Themen Klugheim dann gehen. Stimmt, ja. Oder Mexiko ist das ja. Ja, sonst China, ja, die Lampen sind ganz cool und sonstig. Ja, diese, ja, ist halt Thematisierung. Aber die Lampen sind die da nicht immer. Nee, diese länglichen glaube ich nicht. Ich glaube schon. Und dann in den. Ja, und die Pflastersteine sind ganz cool. Die Kaugummis auf dem Boden passen auch total ins Bild. Und die Bratwurst am China-Imbiss finde ich auch. Passt auch. Nee, aber was ganz cool ist, ist halt. Im Baum die Lichter, die so runterhängen, wie so. Du meinst die Eiszapfen die dann so. Ja. Das ist auch ganz cool. Ja, wie lass ich noch eins? Colorado Adventure, da war der Ton auch ein bisschen anders. Ein bisschen ruppiger. Nee, der Sound, Mann. Aber standen da jetzt mal die Pferde wieder? Ich fand es irgendwie saß da sehr. Also in der Warteschlange von Colorado sah es sehr dunkel aus. Also als hätten sie da gar nichts gemacht. Ja, stimmt. Da war also, viel.
Also auf dem Weg dahin hatten sie noch ein paar Eis offen gemacht, ja, weil ich auch ein bisschen blöd finde. Früher hatten ja noch diese Lichterpferde da stehen. Stimmt. Nee, die ja. waren die man dann im Sommer auch immer sehen konnte, wenn man durch diese Holzschlitze geguckt hat, bevor es dann in Colorado ging. Ich habe sie ja einfach nur vergessen, den Klugheim. Derjenige, der für die Fans zuständig war, war jetzt in Klugheim. Die hatten aber ein bisschen Weihnachtsmusik in der Warteschlange. Ja. Das weiß ich noch ganz klar. Die hatten nichts dekoriert, nichts, nee, aber stimmt. Die hatten ein bisschen Weihnachtsmusik. Das stimmt. Ja. Und man musste wirklich gar nicht anstehen, ne? Ja, doch, eine Bahn musste anstehen. Ja, das ist ja... Aber das war... Das war, nee, das war gar nichts. Und, 10 bis 15 was, Minuten. Also, das wusste ich. Ihr wart ja das erste Mal da. Was es auch nicht mehr gab, war für die Kinder dieses... ja. Dieses Schneemobile. Ja, das ist sogar... Die hatten so Schneemobile gehabt, wo die Kinder so durch die... Ja, das habe ich auch mal also, gesehen. Also, Kinder ist da ist ein Haufen Kunstschnee hat da. Wo waren das? In der Westernstadt? War ja, das war damals da, in der Westernstadt? Wo der Colorado-Wartebereich weitergeführt wird, in der Ecke, wo damals die Trampoline auch noch standen. Genau. Da war eigentlich so ein fetter Haufen voller Kunstschnee und dann waren so schwarze Schneemobile oder so ähnlich, wo die halt dann so eine Strecke abfahren konnten. Ja, im Moment war dann mal Kind. Hätte ich da auch drauf gepasst? Nee, das war nur für Kinder. Aber halt schade, dass es nicht mehr da ist. Groß, ne? Ja. Du hättest bestimmt drauf gepasst, aber es war. Aber es wäre dann Sicherheit und XY, bla. Und die Kapazität war ja auch so gering, dass es dann halt nur für eine bestimmte Zielgruppe da war. Es war wirklich, die hätten vielleicht 4, 5 Mobile gehabt oder 6, wenn überhaupt. Ja, ja, gut, aber echt immer eine Schlange war. Also beim letzten, also ich weiß es nicht. Ich verwechsel das immer, weil die waren bei der Westernstadt, glaube ich. Das war auch kostenlos, also ich glaube, das hat nichts auf Gras getroffen. Nee. Was ich halt auch ein bisschen, was ich ein bisschen blöd finde, waren wirklich diese Schneehaufen. Also ich finde, das hat was. Dieser pratsche Schnee, der dann einfach, weiß ich nicht, abends sieht er, weiß ich nicht, so, weil da alle drüber laufen und ich hat auch irgendwie nichts. Ich finde, das hat nichts. Ich finde, das hat schon was. Also Das liegt einfach einmal da, einmal da, aber es hat irgendwie nicht viel, weiß ich nicht. Also ich finde, das wirkte schon so ein bisschen weihnachtlich, weil man, weiß ich, hier hast es ja auch, hier kommen die Schneeschieber, da hast du auch deine kleinen Schneehäufchen. Weißt du, das wirkt irgendwie so. Es ist halt auch ein Wintertraum, ist halt der nächste speziell. Das heißt ja nicht Weihnachtstraum, das heißt Wintertraum. Und Winter hat ja was mit Schnee zu tun. Also mit Schnee hast du eher, also das ist ja nicht Schnee, das ist eher irgendwie so wie Quascheis. Ja. Ja, das ist halt weiß. Ich bin da so durchgelaufen. Hatte ich schon zu Kevin gesagt, das sind, was ist nämlich das Quascheis, was normal in den Slushmaschinen ist. Das kippt mir einfach da morgens immer aus. Ja, die machen die Slushmaschinen leer. Ja, aber es lag was Weißes auf dem Boden rum, Mann. Nimm uns nicht die Illusion. Das war Schnee. So. Na, aber ich find's auch cool. Also. Es wirkt winterlich, weihnachtlich. Ist ja auch, wenn du dann, also jetzt haben wir es nicht gesehen, aber wenn der Park relativ voll ist, dann spielen da die Kinder drin auch rum und das ist schon eine schöne Sache vom Park, finde ich. Wenn man sonst keinen Schnee hat, ne? Ja, genau. Guck mal, Kinder, das ist Schnee, das habt ihr noch nie gesehen. Wir waren mal letztes Jahr, Jahr hätten wir grillen können. 15 Grad, Heiligabend. Ja. War schon, genau, das war, war schon mega übel, auf dem Weihnachtsmarkt Glühwein zu trinken. Ja, da waren wir auch nicht mal Maronen gegessen oder sonst diese Sachen, die man eigentlich macht, wenn man tiefkühl ist. Ja, ja, das bestimmt auch einbußen. Also für die Weihnachtsmärkte auf jeden Fall. Letztes Jahr. Aber ich finde es dieses Jahr, also ich finde es zwar schon kalt, weil ich friere sowieso immer bei so, bei egal, ne? Muss nur auch bei 8, 9 oder 10 Grad bin ich schon dann frieren. Ja. Aber ich finde, selbst dieses Jahr ist es nicht so kalt. Ja, also ich habe, auf Facebook ist immer so Timeline, was hat man vor 5, 6, 7, 8 Jahren gepostet. Und ich glaube vor 5 oder vor, nee, vor 7 Jahren oder vor 6 Jahren habe ich gepostet, oh juhu, endlich Schnee. Hm. Es schneit. Ich gucke draußen so, ach, 10 Grad, schön. Ja, von Schnee gar nichts zu sehen. Aber ich bin froh, weil, ne, kann man mit dem Auto wenigstens überall gut hin. Das ist nicht glatt und du hast nicht so 1000 Unfälle. Ja. Wobei, ich würde es mir wünschen, Heiligabend zumindest. Ja, gut, Heiligabend, also wir hatten ja, wo die ganze Stadt mal lahm lag. Boah, das war auch 6 Jahre her, da war so fett Schnee in der Innenstadt. In Aachen, Innenstadt, liegt nie Schnee. Also es liegt immer außerhalb Schnee. Ja. Aber in Aachen selber ist nie Schnee. Und wenn, dann siehst du den nur morgens und dann ist er ganz so 8 Uhr, 9 Uhr wieder weg. Aber das war so geil, da lag die Stadt einfach so 2, 3 Tage... brach, kein Bus ist gefahren. Ja. Echt? Ja, es war so schlimm. Du konntest rumgehen und so, hast dich unterhalten und alles war so stumpf, weil der das Schnee, der schluckt ja den Hall auch direkt. Boah, das war so still, das war so komisch. Ja. Irgendwie da gibt es in einer Blase. Tipp für euch bei YouTube, schaut mal, gebt mal bei YouTube Winterchaos in Aachen ein. Da gibt es ein tolles Video von irgendjemandem. Das war das Jahr. War das jetzt, das war das Jahr.
Ich habe gearbeitet damals an der Aachen, an der Burtscheider Brücke. Und von da aus haben wir dann gefilmt, weil auf einmal es angefangen hat zu schneien. Und dann auf einmal auch Eis lag. Und dann kam ein Bus runter und der konnte nicht mehr halten. Und dann kamen Autos runter, die konnten nicht mehr halten. Und andere Leute wollten die Brücke hochfahren. Das ist ja so ein steiler Hang. Und die kamen aber nicht mehr hoch und rutschten wieder runter. Und dann kam auch die Polizei. Und alles richtiges Chaos. Und alles dann so wieder runterrutscht Richtung Marschierter. Also ganz lustig. Aber dieses Jahr, wo das mega Schnee war, weiß ich auch noch. Da sind wir nämlich Heiligabend noch zu meinen Eltern gefahren. Und da hat mein Vater angerufen, wann fahrt er denn los? Und dann, ja, warum, wieso denn? Ja, nee, ihr muss euch einen Parkplatz freischaufeln. Ich so, hä, wie? Und dann wirklich so, da war wirklich mega hoch der Schnee, ne? Und dann hat er vorm Haus nur mit dem Spaten einmal so ein Viereck da reingeschnitten, wo wir dann genauso reinparken konnten. Das ist echt krass. Da war echt alles, ne? Das, aber mit dem Dumpfen, das ist auch immer so, das war echt cool damals. Da haben wir richtig viel Schnee. Aber früher war alles besser, war alles schöner, ja. War Schnee. Genau. War mal jünger, war alles toll. Kriegst du jetzt ein Kind? Dein Kind kennt kein Schnee. Ja. Ich wollte sagen, du kriegst ein Kind. Nein, weil du sagst, früher war alles besser. Kommt das Spanferkel jetzt auf die Welt? Ja, das Spanferkel, das ist noch... Fressen. Von der Taverne. Noch, oh Gott, das war aber ekelhaft, wenn du es noch in mir hättest. Jetzt aber schon. Wie lange ist es jetzt? 2 Wochen? Ja, es dauert doch 9 Monate, oder nicht? Ja, das stimmt. Das Spanferkel muss wachsen. Ja, wenn wir schon beim Essen sind, es gibt ja auch so einen kleinen Teil Weihnachtsmarkt da in Alt-Berlin. Da war nicht wirklich viel los an den Ständen, ne? Ja, der Glühweinstand war meistens überfüllt. Das war der Maronenstand, war jetzt nicht so viel los, aber... Aber die Maronen haben wir gegessen, war also ein paar Tage nachdem wir... Die waren sowas von nicht durch. Die hatten da so Pech, die waren nicht durch, das ist... Die haben ja so noch so eine andere Schicht, also du kannst ja einmal die Schale abmachen, danach kommt so was Pelziges, wenn die nicht gut... Hör mal, wir saßen da und haben geknibbelt wie die größten Idioten, weißt du? Normalerweise geht es ja immer so ab und dann kannst du essen. Ja. Und da musst du wirklich noch knibbeln und die waren teilweise hart, die waren nicht gut durch. Die hatten echt gut. Der hatte, glaube ich, nicht aufgepasst, wie er die auf dem Rost liegt, welche die neuen sind und welche schon länger da sind. Ja. Pech. Dann gab es einen Stand mit Strudel, Strudelhaus. Ja, Apfelstrudel und Pflaumenstrudel. Da war auch noch alles voll, als wir da waren, alles voll. Es sah halt lecker aus. Und so. Ja, ich fand, ich fand so, was da lag, sah halt schon so, ich lieg da schon was länger. Und dann dachte ich mir so, ach, das ist ja lecker, hört sich auch alles lecker an, aber wenn er das dann nimmt, von dem, was da eventuell schon, weiß nicht, wie viele Stunden da liegt, weil es einfach nicht gegessen wird, dann will ich aber was Frisches haben. Ja, das war halt so aufgereizt nach dem Motto, ja, ich nehme hier eins weg und kannst du essen. Aber was wir gegessen haben, war der Flammlachs. Der war super lecker als Wrap. Der war super lecker, aber halt auch teurer zu Phantasialand-Verhältnissen als Aber Snack. Der fast ein gesunden Snack, weil alles andere, was du sonst meistens kriegst, ist halt immer fettig. Sonst, die haben ja dann noch diese Mini-Donuts. Aber die Mini-Donuts sind halt auch... Also wir finden die Mini-Donuts nur lecker, wenn die halt frisch aus der Fritteuse kommen. Also die haben da auch Mini-Donuts mit Schokoladenüberzug, aber die liegen dann da halt und dann sind die halt nicht mehr so saftig. Also die müssen, so knatschig, ne? Ja, die müssen aus der Fritteuse kommen, aus dem Donut-Maker. Aus diesem Rollding und dann fallen die da so runter und dann... Das haben wir in England mal gehabt, voll geil. Weil wir haben auch extra, wir waren da zweimal geguckt und haben geguckt, okay, wann macht sie die jetzt frisch? Und dann sind wir zum Stand gegangen und haben uns dann welche geholt. Und die hat auch voll nett, die Frau, die war super nett. Wir so, ja, dürfen wir die frischen haben? Die so, ja, klar, habe ich gerade extra gemacht. Mit Puderzucker mache ich die gerade. So, ne? Super nett. Auch die da direkt so gesagt, kein Thema. Also es gibt ja manchmal so, nee, das müssen die erst genommen werden hier vorne. Aber die warmen sind schmecken echt geil. Hatte ich auch mal. Also wie in England hatte ich mal gegessen beim Austausch. Ich auch erst gehabt, weil ich erstmal, dass ich Donuts gegessen habe, dachte ich, jetzt sind die immer so klein. Aber echt gut. Ja, so snacken. Ja, genau. Wie wir auf Weihnachtsmarkt waren, ne? In Maastricht, da haben wir holen uns immer so eine belgische Waffel. Oh ja. Die sind auch lecker und die waren halt, gerade haben die frisch gemacht, kamen die aus dem, wie heißt das? Waffelautomaten da raus. Boah, die waren auch so lecker. Das ist auch nur so ein Waffelmaker hier. Ja, war super lecker. So. Waffeleisen, so heißt das. Ja.
Was uns auch aufgefallen ist, war dieses, also ich weiß nicht, ob die das letztes Jahr hatten, jetzt hatten die auch Waffel am Stiel im Phantasialand. Mhm, aber ja, stimmt, im Verhältnis ist das teurer, als wenn du dir eine richtige Waffel. Als wenn du dir in Berlin kommst, eine große Waffel holst. Ja, das ist halt günstig. So eine kleine, ne? Das ist halt praktisch, du kannst sie halt in die Hand nehmen und so essen, ja. Musst halt, hast du halt eine Hand frei, aber ja. Letztendlich vom Preis her ist es halt viel teurer. Mhm. Oh, jetzt hab ich grad Bock auf eine heiße Waffel mit Sahne. Ich hab eh schon. Und sonst hatten die auf dem Weihnachtsmarkt ja auch noch diese Suppen. Aus Brot, da hast du ein richtiges Brot und das ist als Brotschüssel. Echt? Mit ausgehöhltes Brot. Ja, hatten wir auch. Kannst du Gulaschsuppe und so essen. Müssen wir nochmal hin? Kannst du sogar auf den Teller aufessen. Cool. Wissen das Silvester? Kommen wir denn da auch noch hin zu dem Stand? Silvester hast du nur diesen Snack, Schwan-Snack da in Wustown. Aber der hat auch Suppen an dem Tag. Aber ich glaube nicht im Brot. Ich habe eine Suppenbuch. Ich will ein Suppenbrot. Wir haben so eine Chickenbox geholt. Ja. So eine Chickenbox mit Nuggets und süßerer Soße und wir haben ein paar Specials, aber jetzt auch nicht. Ist halt das Weihnachten, das Silvesteressen ist jetzt nicht das geilste Essen, was man so Silvester sich eventuell erhofft, ne? Aber halt eine Grundlage. Halt eine gute Grundlage, ja. Ja, fettig sollte es schon sein, glaube ich. Ja. Also wenn ihr euch fragt, was macht die Phantom Arena oder was macht Vivi Bing ein Silvester? Wir sind im Phantasialand bei der Wustown Party. Gibt's noch Karten? Nee. Ausverkauft. Ist jetzt ausverkauft. Oh. Also wenn jemand von euch da ist, kommt vorbei, wenn ihr uns seht und sprecht uns mal an, wenn ihr wollt. Denn wir beißen. Wir nicht. Beißen, genau. Und wir laden euch auch auf ein kostenloses Getränk ein, was ihr dann sowieso kriegt. Wir sind sehr großzügig, genau. Und laden euch alle ein, die da sind. Wir geben eine Runde. Geht alles auf die Rechnung von Funtime Arena. Ja, genau. Ja, gibt's sonst noch irgendwas, was die Show, ja, denn die Shows... ja, wir haben ja die Eisshow gesehen, die war ja... Genau, die Eisshow. Da hat ja irgendwie das gewisse Pep gefehlt, also das gewisse Extra, weil das war halt nicht schön geschmückt, das war so kahl. Ja, also die letztes Jahr, diese Eisshow war ganz cool eigentlich, es war echt weihnachtlich, da kam es in Weihnachtsstimmung und da hat so... Nachher kam ein Weihnachtsmann auf. Ein goldener Weihnachtsmann. Goldener Weihnachtsmann, also auf dem Eis genau. Also das fand ich total schrecklich, dass er Gold war. Ja, irgendwie hat es auch gar nicht... Da kam ja auch so ein bisschen, ich weiß es nicht, also der war nicht so der Weihnachtsmann. So Hip-Hop-mäßig kam der da so auf. Ja, Eis, so, ne? Ja, ich bin der Weihnachtsmann, ich bin Gold, so geil, ja. Ich bin hier, so war das einer. Nee. Ja, das ist halt echt schade um die Shows. Wir haben ja jetzt auch noch im Wintergarten die Show gesehen, wo dein Cousin da war. Ja, fünf vor Weihnachten, ne? Ja. Nee, fünf vor Weihnachten ist bei Jump. Crazy Christmas, ja. Das ist so... Boah. Ich bin fast eingeschlafen, ich war so müde, mir sind mir die Augen zugefallen. Ist aber nichts mit Zaubern, oder was? Ist nur Tanz, oder? Ja, ist Tanz... Natürlich können dann die meisten sagen, dann mach das doch auch mal so nach, wie die das da machen. Aber ich finde, das kannst du nicht sagen. Also, das Problem ist, man hat halt so gesehen, dass die Leute... Die Darsteller könnten viel mehr machen, als dass sie dürfen. Also die haben eigentlich viel mehr Potenzial. Aber die machen so die Anfängervariante, obwohl man auch diese Frau, die unter der Decke getanzt hat, so ein Seil, die könnte viel, viel mehr machen irgendwie. Mhm. Aber es geht halt nicht, weil die Choreografie ist irgendwie nicht erlaubt. Ja. Ist halt so schade. Das ist halt so die Frage, ne? Weiß ich nicht. Wer ist dafür verantwortlich? Oder also machen jetzt eventuell extra, um sich nicht zu verausgaben, also weil sie es jeden Tag mehrmals machen? Aber was machen sie im Zirkus ja dann auch eigentlich? Also wir haben mal, letztes Jahr war das, wo die Show, die Eisshow mal gemacht haben, also für den Sommer, eine Reportage gesehen. Und da war die Frau vom Löffelhardt, hat die Choreografie gemacht. Hm. Und wo wir einmal im Publikum saßen und es geguckt haben, war die Frau vom Löffelhardt auch da gewesen. Ja, die hat sich alles Eisshow mal, hat jetzt alles aufgeschrieben. Also es gibt einen Typen bei der Eisshow zum Beispiel, der ist dunkelhäutig, hat so krasse Locken. Der ist schon echt jahrelang da und der hat mit der Löffelhardt-Frau da die Choreografie irgendwie gemacht. Okay. Zusammen. Aber ich finde, die Eisshow-Choreografie ist nicht... Aber ich glaube, sie macht halt alle Shows, gell? Also sie macht, glaube ich, auch die Magic Rose Show. Aber die Sache ist ich will jetzt nicht haten oder so, aber ich meine, guck mal, du bist Löffelhardt, dir gehört der Park, deine Frau... Du sagst deiner Frau nicht, hör mal, Schatz, was hast du für eine Choreografie gemacht? Hat. Scheiße, das machen wir nicht. Das würde er ja nie sagen. Nee, deswegen kann sie ja theoretisch machen, was sie möchte. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt auch die Choreografie hat, aber ich weiß, bei der Eisshow letztes Jahr hat sie mitgemacht bei der Choreografie. Mhm. Ich glaube, dieses Jahr auch. Ich glaube, dass sie für alle Shows zuständig ist. Aber ich glaube, im Fantissima macht sie auch. Nee.
Nein. Müssen wir mal nachgucken. Es steht, wir haben es auf jeden Fall irgendwo schriftlich, wo auch drauf, also stehen, wer die Shows macht, bevor wir jetzt irgendwas erzählen. Ja. Aber ihr könnt euch auch mal selbst informieren. Also was, wenn das wisst, in die Kommentare mit, ne? Genau, in die Kommentare mit. Aber ich glaube, die Shows macht tatsächlich Frauen. Also die macht auf jeden Fall was mit Shows. Ob sie jetzt alle macht, wissen wir nicht, aber. Also kannst du nicht sagen, hör mal. Das ist so, als ob Ben jetzt zu Biene sagt, so, hör mal Biene, was hast du da für eine Scheiße gemacht? Also, nee, in meinem Paar kommt deine Choreografie hier aber nicht. Das wird der Ben sagen. Das ist ein Problem, wird der Ben sagen. Das sagt er mir ständig, wenn ich irgendwas mache. Ja. Was ist das denn für eine aber Scheiße? Aber das ist ja auch mal eine andere Liga. Das ist ja nicht das Haus, das ist ja... Auch dann wird er sagen. Auch dann. Auch dann. Aber das ist die Sache ist ja, der kann ja an dir sparen. Genau. Ja, das stimmt. Die Sache ist, er muss ja keine Choreografiefrau mehr einstellen. Ja, wenn machst du eine bessere Choreografie oder kommst du in die Mini-Bühne? Dann halt, so. Spare dann eine Menge Geld. Ne? Ja, ja, genau. Weil ich als Frau würde dann sagen, leck mich am Arsch und mach die Scheiße alleine. Ja, genau. Und dann muss er Geld bezahlen. Ja. Also hält er die Fresse. Genau. Und das sind, also jetzt nochmal zurück auf die Shows zu kommen, es sind halt fast jedes Jahr dieselben Shows. Es ist ja jetzt auch dieses 5 vor Weihnachten, das haben wir dieses Jahr nicht. Crazy Christmas. Was ist denn 5 vor Weihnachten? Was wird denn da gemacht? Ach, das ist so ein Weihnachtsbaum, so, das ist eher so ein bisschen was auf die Kinder Geschichte. Ja, eine Geschichte, mit was irgendwie 5 Minuten vor Weihnachten passiert. Also ich weiß das auch nicht mehr so. Auch genau. Mit irgendwelchen Wichteln, okay. Mit Geschenken und auch keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall halt sehr, auch sehr auf Kinder bezogen. Ich glaube, die sprechen auch, ich weiß überhaupt kein letztes Jahr da, aber. Aber das ist Crazy Christmas, das haben wir halt. Gesehen und dann halt doch jetzt nochmal gesehen und so, die ändern da halt nicht viel dran. Das ist halt dieser Spukschloss, wo halt Weihnachten gefeiert wird seit 800 Jahren und so, da kommt eine Tante und ach, also ich meine, feiern zusammen Weihnachten. Aber machen da so einzelne Szenen neu, aber halt nicht eine komplette neue Show. Ich meine, die geben ja schon viel Geld aus für den Wintertraum, ne? Also allein diese Lichter, den Weihnachtsbaum. Ja, aber dann mache ich doch keine Show. Also Phantasialand will ja macht ja eh alles extrem, finde ich schon fast perfekt. Also, ne? Ist jedem Augen anders betrachtet, aber ich finde, die geben sich echt krass viel Mühe. Aber dann muss, wenn die alles perfekt haben, weil die machen Weihnachtsmusik anders, die machen da, aber dann sollen die doch auch die Shows gut machen. Weil nachher geht da keiner mehr hin. Ja, und dann können die Shows zu. Ja, schauen, aber jetzt musst du ja mal überlegen, guck mal, wie viel die da in den Winterkorb investieren. Nee, das ist aber nicht viel. Guck mal, die ganzen Requisiten, die kann ich aussprechen, ne? Requisiten, die haben. Die sind ja auch irgendwo auf Lager, die kaufen auch nicht jedes Jahr neue Lichterketten. Ja, schon, aber, ja, aber... Ja, das trotzdem, Ab- und Aufbau, da haben die doch sowieso ihre Leute für. Ja, aber die müssen ja trotzdem bezahlt werden. Ja, die werden da sowieso bezahlt. Ob sie jetzt 50 Lichterketten... Ja, wenn sie aber im Winter nicht aufmachen würden, würden sie dann auch nicht bezahlt werden. Also das kostet schon alles ein bisschen Geld. Und wenn man dann mal überlegt, wie viele Leute denn wirklich zum Wintertraum kommen, ist ja nicht annähernd das, was im Sommer oder vielleicht im Frühjahr da ist. Oder im Herbst sogar jetzt. Also da war es ja viel, wie wir jetzt auch im Herbst waren, wie voll es da noch war, da ist ja nix da. Du hast eine Eichhörnchenpupsen. Aber die Sache ist halt einfach, weil, also ich bin erkältet, deswegen höre ich mich beschwerst doof an. Hey, ja, die Lay ist im Raum. Ja, hallo, ja. Nee, die Sache ist halt, also zum Beispiel bei mir wurde halt früher mal gesagt, nee, Phantasialand oder Freizeitparks allgemein, Winter ist nicht gut. Ja. Weil es ist kalt, du wirst krank, Kind, man muss sich warm anziehen und selbst dann friert man doch bis auf die Knochen und das ist eh nicht gut. Und das wird halt einem einfach erzählt. Ja. Und guck mal, ich bin jetzt auch, seitdem wir praktisch nicht mehr zu Hause wohnen und viele Freizeitparks gehen, auch irgendwie seit letztem oder seit vor 2 Jahren ist erstmal im Winter, nee, schon länger her. Ach, Schwachsinn, wir waren ja schon in Westernstadt damals im Winter da. Auf jeden Fall, seitdem man nicht mehr mit Eltern in Freizeitparks geht, geht man auch im Winter in Freizeitparks. Aber ab einer bestimmten Altersgruppe gehst du halt einfach nicht im Winter, weil dir halt immer gesagt wird, es ist zu kalt. Ja, also ich finde persönlich sogar die beste Jahreszeit schon mal im Phantasialand hat alles auf. Es hat, also außer River Quest hat jetzt nicht auf. Es hat Vakubato nicht auf, aber und es haben die Tretboote nicht auf. Das kann man auch verkaufen. Aber dafür gibt es halt die Eisbahn. Okay, für die Eisbahn muss man halt extra zahlen. Aber wenn man jetzt theoretisch seine eigenen Schlittschuhe mitbringen würde, wäre die Eisbahn, glaube ich, auch kostenlos, weil man dann die Miete für die Schlittschuhe zahlen muss. Ich glaube, 4 Euro oder so stand da. Ja, ich glaube, 4, 5 Euro. Das ist auch generell die Preise im Phantasialand. Wenn man jetzt mal überlegt, so ein Glühwein, 2,60 Euro. Der auch sehr lecker ist. Er ist lecker und es ist super. Und du kriegst auch Glühpunsch. Oder auch jetzt habe ich letztens verglichen Maronen, 20 Stück im Phantasialand 5 Euro, auf dem Aachener Weihnachtsmarkt 6 Euro. Ja. Also so von den Preisen, also so. Und auch der Eintritt an sich ist auch günstiger. Das kostet 39,90 Euro.
Wenn man sich dumm anstellt. Wenn man sich dumm anstellt, ist er 5 Euro billiger und aber dafür gibt es halt auf Coupon, eigentlich ja nur 2 Attraktionen nicht. Aber es ist die Sache, guck mal, deine Kinder musst du erstmal warm anziehen und so. Das ist, also ich verstehe schon, dass viele Eltern mit den Kindern nicht winterfahren wollen, dass es einfach viel aufwendiger ist als im Sommer. Ja, aber wenn du im Winter dann da bist und du hast dann mal kalt... Und die meisten Leute haben über Winter auch nicht frei, weil die ihre Urlaubstage schon vorher nehmen mussten und deswegen über Urlaub... Aber wenn du dann im Phantasialand bist und du hast kalt, also es gibt ja auch im Wusstown... Gibt es diese Feuerkörbe, die sie immer mit Holz bestücken? Es gibt die Heizpilze, die da sind. Aber und dann schaust du dir eine Show an. Aber ab einem gewissen Grad, also wo wir da waren im Phantasialand, ich war bis auf die Knochen sowas von erfroren, was mir eigentlich relativ egal ist. Wir hatten einen richtig geilen Tag gehabt und da ist mir die Kälte zweitrangig. Aber da hat sich auch dieses kurze Aufwärmen an irgendwelchen Heizkörpern nicht, wenn du einmal durchgefroren bist, wirklich richtig durchgefroren bist. Ich meine jetzt nicht mehr eben, auch mir ist kalt, ich ziehe immer was Warmes, aber wenn du wirklich bis auf die Knochen durchgefroren bist, da kannst du nicht einfach mal sagen, ich gehe jetzt mal kurz rein. Da musst du rein im Sinne von, ich gehe nach Hause und wärme mich da auf und bin dann unter der Bettdecke und schlafe dann. Dann ist mir wieder warm. Ja. Das ist aber, was ist auch eigentlich mit Chiapas? Also damals, wie wir noch aufgemacht haben, ja, wir können auch im Winter aufmachen. Weil weniger Wasser ist. Weil weniger Wasser. Wir können den Pegel halt irgendwie steuern. Ne? Ist ja auch so. Können die ja auch. Aber also als ihr da auf der Wasserbahn wart, ihr wart ja eigentlich schon relativ gut nass. Also nicht weniger nass, wie jetzt im Sommer, würde ich sagen, auch. Also ich habe mich selbst gewundert, es gibt ja auch dann oben diese 3 Köpfe, die man anmachen kann. Die waren teilweise dann auch wieder an. Wo ja, wir es erst, Köpfe. Ja, der, wo der Wasserstrahl rauskommt. Diese Löwenköpfe oder was ist das? Die nacheinander, die du auch früher auslösen kannst. Wenn man asozial ist. Wenn man Kevin heißt. Und dann wird der Ben ganz nass. Ja. Die waren an? Also wir wurden schon nass, aber es ist eine Wasser... Also, ja, man wird da halt nass. Ja, es ist eine Wasserbahn. Aber man kommt da nicht trocken raus, auf keinen Fall. Also wir haben ja früher damit geworben, man wird nicht so nass wie im Sommer. Jetzt ist es aber schon vergleichbar. Klar, also ich bin auch nicht draufgegangen, weil ich weiß, man wird nass. Ja, hätten wir halt einfach Pech. Also bei Rübergfest wirst du auch mal schnell ein Zickel nass oder wir, trocken. Aber 2-3 Tage später mit meinem Cousin ist der auch, der ist das ganz vorne auch unheimlich nass geworden. Es ist halt immer so die Sache, wenn man wirklich so mega nass wird, warum hat man dann nicht, ja okay, bei Riverfest, die ist sowieso so ein aber Ding. Aber Riverfest weiß man, wenn man, dass du da das wirklich mega nass bist. Mega aber, nass aber die meisten meiden ja die Chiapas auch. Ja. Also wir konnten durchgehen, das war nichts los. Wegen Kostenfaktor ist das, glaube ich, so ein Minusgeschäft, ne? Ja, ich glaube auch. Also bei Chiapas ist wahrscheinlich auch, weil es halt noch relativ neu ist, dass man es halt versucht anzulassen. Aber wenn sie jetzt die Themen, also wenn die Chiapas jetzt zumachen würden im Winter, dann wäre da halt auch nichts los. Ja, dann wäre da die Eisshow noch, dann wäre Tarukan noch. Ego, die Show. Meine ich ja die Eisshow. Nein. Vorschub? Die Mapping-Show. Ja, dann würde die Mapping-Show ja auch nicht so viel Sinn machen, wenn die Chiapas zu hätte. Glühweinstand wäre ja. Ja, aber der würde ja auch nicht laufen, wenn da keine Attraktion ist. Ja, wäre auch nicht viel mehr als in China. Ja, genau. Ja. Aber die Mapping-Show an sich, also wir haben die ja zum ersten Mal gesehen. Ich fand es okay, natürlich nicht vergleichbar mit anderen Sachen wie vielleicht Disneyland oder so. Ja, die soll ja richtig geil sein. Ja, es ist halt irgendwie, also wir haben es jetzt auch im Hansa-Park, haben wir auch so eine Mapping-Show gesehen, ne? Die war, ja, nicht so toll. Fand ich, weil das Haus auch ein bisschen schief stand, so. Also ging so ein Berg hoch und dann wurde halt auf diesen Weg halt auch so ein bisschen projiziert. Okay, ja. Und da ist, bei dieser Mapping-Show ist irgendwie immer so, es wird was aufgebaut und dann stürzt es wieder ein. Dann wird was Neues aufgebaut und dann stürzt es wieder ein. Irgendwie so. Aber was soll man auch sonst drauf machen? Ich weiß nicht. Wie gut ist es ja, das so stimmig zu machen, dass es auch genau an der Säule ist und nicht 3 Meter neben der Säule. Ja, das Interessante ist ja, das ist ja nicht ein Beamer, das sind ja mehrere. Ja, das sind ja 6 Beamer auf jeder Seite. Ja, genau. 12 Beamer sind das, glaube ich. Ja. Aber wie gesagt, ein Disneyland ist halt schon was anderes. Dann fliegen da halt die Männchen rum und kommen dann aus der Tür raus und gehen in die Tür andere wieder rein. Und aber es ist ja auch so was Ähnliches wie Auf- und Abbau. Ich komme rein und gehe wieder raus. Ja, stimmt. Also ich war noch neben Disneyland, ich kann es nicht beurteilen, ich habe es nicht gesehen. Ja, das muss man bei YouTube angucken, das ist richtig. Ja, mega. Aber es ist ja nochmal was. Ist was anderes, wenn du davor bist, ja. Aber es ist halt schon schön anzusehen. Aber vielleicht, wenn man sowas nicht mag, dass man es auch schlechter bewertet. Also ich persönlich mag sowas ja gar nicht. Du magst ja gar nichts, was in dir ist. Nee, so schaumäßig gar nicht, ne? Aber wenn man sowas mag,
mag so Mapping-Shows. Vielleicht fanden ja andere Leute das gut. Also ich fand es nicht schlecht, ja, die Show. Es ist, was ich halt ein bisschen gut finde mit dem Feuer, das ist halt einfach okay. Dann, das ist halt da, das passt halt irgendwie nicht ja, ganz, aber es ist halt nee, schön. Es ist halt irgendwie, Rammstein kommt mal kurz vorbei und ja, das war ein bisschen Benzin. Ne? Aber es ist aber schön, weil es schon warm ist. Und so. Und ja, das auf jeden Fall, aber... Und ihr habt ja auch nicht damit gerechnet. Also ihr wusstet ja nur, dass es eine Mapping-Show ist. Nee, du musst das Fuego sagt jetzt schon, dass es Feuer ist, aber... Ja, aber ihr wusstet ja nicht, dass Live-Feuer, also dass dann Feuerfontänen kommt, oder? Doch schon. Wusstet, okay. Ja, Ben hat alles voll gespoilert. Ja, okay. Nee, ich habe ja auch die Videos von Phantasialand vorher gesehen, ne? Okay. Und von letzten vorherigen Videos von letzten Jahr wusste ich es halt auch schon, aber ja. Ist halt irgendwie so, die Mapping-Show ist vorbei, so ungefähr, und jetzt lassen wir mal kurz so ein bisschen Feuer hier aufs Publikum. Aber hey, so, aber es, der Glühweinstand okay, war direkt da dran. Ja, ist okay. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass man so eine Show, wo keine Darsteller da sind, die nicht gestört werden können, dann nicht filmen darf. Also das ist wahrscheinlich jetzt wieder so ein Problem, was man halt nur... Aber weil die Idee von halt diesem nur... Mapping wieder an einem Typ, das ist urheberrechtlich, weil das ja jemand... Ja, aber in den letzten Jahren durfte man es ja schon, wie man... Also es gibt es ja auf YouTube, ja, du kannst es dir anschauen, da ist auch noch das Original, ich glaube, das ist die erste Saison, wo diese Show da ja, war. Ja, die erste Woche. Da war halt auch noch eine Bühne im Wasser aufgebaut und da wurde noch Feuer gespuckt und mit Feuer jongliert und so. Das, also wo Darsteller auch noch da waren, das haben die ja auch komplett abgespeckt. Also ja, die Bühne gibt es nicht mehr. Jetzt ist die Show halt noch da, also das Mapping und ja. Aber ich finde, die Show hat eine gute Länge. Das sind so irgendwie 15 Minuten mit dem Feuer. Ja, ja, ich glaube, länger kann das auch nicht sein. Also ich finde sie besser als die Magic Rose Show, ehrlich gesagt. Ja, ja. Also... Also von rein von vorne bis hinten, also komplett betrachtet. Was ich auch ganz gut finde, dass sie sagen, dass man dann in der Zeit nicht rauchen darf. In den also an, ja, ja, bei uns waren jetzt wenig Leute, ne? Da wäre es, glaube ich, ja, das ist kein Problem gewesen, aber ne? Wir haben eh fast keine Kinder. Ja, ja, aber wenn jetzt mehr Leute da gewesen wären, wäre es auch was enger gewesen, um was zu sehen. Und wenn da die ganzen Kinder da noch stehen und die Leute qualmen sich da hinweg. Ja. Fand ich persönlich jetzt ganz gut. Aber wegen dem Film und so, das ist ja irgendwie so ein bisschen undurchsichtig. Also jetzt darfst du bei der Mapping Show darfst du ja keine Fotos machen und nicht Video aufnehmen. Okay. Ja. Bei Fantissima darfst du keine Videoaufnahmen machen, aber Fotos schießen. Bei der Eisshow darfst du Videoaufnahmen machen, aber keine Fotos mit Blitzlicht machen. Genau, weil die Künstler... Die Magic Rose darfst du auch nicht aufnehmen, wo ich mir aber denke, okay, das Feuerwerk, also kann man bestimmt aufnehmen. Ja. Also irgendwie ist das so ein bisschen... Das ist keine Einheit. Also einfach von vornherein alles zu verbieten oder einfach von vornherein ja, zu sagen, Blitzen, so viel, aber, also Foto, nicht, aber ohne Blitzen. Macht auch nicht so viel Sinn, dass man auch Fotos verbietet. Also ist so... Ja gut, bei einer Mapping-Show, ne? Also bei einer Eisshow, wenn du da Fotos machst, ne? Die Künstler sind ja in dem Mensch da. Das heißt, du siehst nicht, was die gerade für Figuren machen, oder, ne? Ja, ja, aber du kannst sagen, boah, ist die aber schlecht. Aber hat es Phantasia Angst, weil die Shows uns jetzt nicht so gut gefallen oder weil sie nicht so gut sind, dass sie das deswegen verbieten? Weil sie wissen, dass sie schlecht sind. Ja, also... Ja, sonst dürfen die Eisshow jetzt zum Beispiel gar nicht filmen. Weil wenn sie wüssten, dass die Shows gut sind, dann kann sie doch auch jeder filmen. Also ist so... Aber ist das ja kann ja jemand noch Werbung nachmachen. Sagen die. Ja, das kann ja auch ja, so jemand nachmachen. Das kann auch in, aber das ist so, wie willst du, dass jemand dein Video klaut auf unserem Channel? Also, oder ich fände es jetzt nicht toll, wenn jetzt zum Beispiel Ben sich ein Video von uns nehmen würde. Das wäre total die Katastrophe, wenn es ja, aber ohne zu fragen oder so, fände ich es einfach doof. Das ist so, das ist mein eigenes Ding und einfach das Video. Wir wohnen doch schon fast zusammen, würden wir auch ein Video nehmen dürfen. Das ist auch hier die YouTube-Folge 2.0. Ja. Also, wenn man das anspricht, dann wäre mir das egal. Aber einfach das einfach so zu machen und zu sagen, es war ja damals, ich nehme das komplett. Also, klar, wenn man so einen Videoausschnitt macht, um jemanden so zum Beispiel zu verarschen, finde ich es auch in Ordnung, das haben wir mit Markus ja auch gemacht. Das weiß er ja, das Video kommt ja auch noch raus. Aber ich würde jetzt nie sagen, ich nehme jetzt dein Impressions von Tage im Wintertraum Video, tue das auf meinen Kanal drauf und schreibe da meinen Namen hin. Ja, was ist hey, das hier, Leute, cooles Impressionsvideo. Ja. Du musst nie erwähnen, dass es von jemand anderem ist, dass es von dir ist. Aber es ist trotzdem nicht deins. Und das ist halt Fan Ben und Biene, glaube ich, auch nicht toll, wenn man einfach mal. Ja, aber es war ja erlaubt und es war ja auch noch zur Asia Night. Gab es ja überhaupt keine Probleme. Da konntest du die Asia Night ja auch noch komplett aufnehmen, bevor sie dann abgeschafft wurde. Und natürlich, das Verteilen hat Hausrecht. Theoretisch könnten die uns das Vloggen auch verbieten ja, und könnten theoretisch jedes Video entfernen,
was sie wollen, weil die dürfen das ja entscheiden. Ja. Und wollt, dann habt ihr ja gar keine mehr. Nur mit Akkreditierung. Ja. Dann haben wir nur noch Schminkvideos auf unserem Kanal. Ja, weil wir auch nichts anderes machen, außer Phantasialand und Beauty. Genau. Ja, sonst müsst ihr. Und wir sind solche Phantasialand-Fanboys, dass wir alle anderen Parks schaffen. Wir waren nicht im Hansa-Park. Nee, wir gehen auch nicht in andere Parks, wie solche Fanboys sind. Ja. Oder ihr müsst euch dann halt von Phantasialand mit der Presseabteilung mal auseinandersetzen. Ja, ich habe ja gehört, da haben wir jetzt letztens ein Video gesehen, bei den großen YouTubern, die so 100.000 Abonnenten haben, kriegen die ja locker mal von der Presse Sache freien Eintritt. Hey, kommt mal ins Phantasialand, kommt mal her. Ja, halt, du musst halt Reichweite haben, dann kommen die auf dich zu. Ja, ist ja halt so. Das liegt wirklich daran. Guck mal, selbst Bibis so Beauty Palace, sage ich jetzt mal, die hatten ein Snapchat rausgebracht, ja, die kommen ja zu Beauty, da war die im Phantasialand. Warum? Weil Phantasialand die eingeladen hat. Aber dem Phantasialand ist die Reichweite wichtig und jeder mag die meisten mögen Freizeitparks, also egal. Das heißt, bei YouTuber, die so Freizeitpark-Videos halt machen, ne, ist halt nur eine kleine, geringe Reichweite. Und da kannst du halt nicht mit reisen. Es ist egal, wie viel Erfahrung und wie viel Ahnung du hast ne? Du kannst einen Beauty-Channel machen und Freizeitpark, du kannst auch einen Beauty-Channel machen und weiß ich nicht, Las Vegas fragt dich, ob du zum Pokertraining gehen möchtest, obwohl du mit Poker nie was am Hut hast, aber du hast die Reichweite. Es ist so. Ich könnte ja auch gefragt werden, wenn ich ganz voll viele Abonnenten hätte, ob ich von Adidas nicht diesen Pullover tragen möchte bei 100.000 Abonnenten, obwohl ich mit Mode und die ganzen Sachen nichts zu tun habe. Ist egal. Ja. Aber du hast ja die Reichweite. Du kannst trotzdem, Melina Sophie war ja auch irgendwie. Melina Sophie war jetzt gleich, auch im Phantasialand. Ja, die war auch, wo die Chia-Presse eröffnet hat, war das so. Das da waren die auch nur, da. Ja, schlimm ist einfach nur, wenn du aber dann solche Leute siehst, also so wie aus unserem Spektrum, und du siehst dann einfach diese Videos, dann denkst du, oh mein Gott, ich kann euch bei den Namen richtig aussprechen. Die sagen doch nicht mal die Namen. Oh, weil jetzt auf der Achterbahn, die ist drin, die ist voll schnell gewesen, ja. Voll cool, jetzt geht mir. Also ich meine, ich habe ja auch nicht wirklich die krass große Ahnung von Achterbahnfahrt, ne? Aber weil ich finde, so Freizeitpark, mir macht es einfach Spaß und ne? Man muss ja nicht immer die krasse Ahnung haben von wie viel Invasion und ganz Fachbegriffe, die es da so gibt. Ne? Ich meine, ich spiele auch Computerspiele, ohne zu wissen, wie diese programmiert aufgebaut ist, ne? Sage ich jetzt mal. Aber wenigstens die Namen zu erwähnen, wenigstens zu sagen, ich war jetzt auf Winter's Fear and Force, man muss ja nicht genau wissen, was war jetzt Fear, was war jetzt Force, aber ich war da drauf, also wenigstens so ein bisschen Orientierung zu bieten. Aber ich kann mich an den ersten Vlogs erinnern, wo es auch nur hieß, die Achterbahn bei dir. Ja, und irgendwann dachte ich mir so, das kannst du aber nicht machen, das ist ja richtig scheiße. Meinst du, die Wollastheim, die wir damals gesehen haben im Park, haben auch freien Eintritt da bekommen? Ja, Wollastheim, habt ihr gesehen? Ja. Die sind reingekommen als als mit Park. So einer High Heels, Alter. Ich finde die gibt's cool. Mit mega, die haben jetzt getrennt. Den Ausschnitt, das war der Hammer. Die hat echt so riesig. Einige Leute im Phantasialand gesehen, auch Christoph Daum damals mit Besiegt das Bär Natura haben wir auch schon gesehen, aber bei Chia-Pass-Eröffnung, also nicht Eröffnung, aber halt ein paar Wochen später. Ja, und Helling Bauer haben wir den gesehen. Ja. Und wir haben Christian Ulme noch gesehen mit Tochter, ne? Ja, stimmt, der stand die ganze Zeit neben mir. Ja, in Berlin. Guck mal. Wir haben Bonnie Strange da getroffen, Hey Aaron war da, wie heißt die nochmal, diese von Galileo, die Moderatorin, die etwas Funder. War auch, aber die haben 5:07 gedreht, Jumbo war, ach, der war voll unfreundlich. Aber habe ich auch Video gemacht. Aber wahrscheinlich nicht so viel zu essen gekriegt. Das ist teuer. Jumbo. Nee, aber du musst halt, egal was du machst, Hauptsache du hast voll viel Reichweite. Und ja, es geht ja letztendlich nur um die Reichweite. Ja, klar. Es geht nur darum. Dein Content ist. Der Kosovic wird jetzt nicht, ich glaube, nicht vom Verteidiger eingeladen, ne, weil die da bestimmt, ne? Man weiß nicht, wie Content ist. Wir waren eigentlich beim Wintertraum im Verteidiger, wir schweifen total ab. Ja, wird der XXL-Podcast hier. Nee, aber ich glaube, du musst echt einfach krass viel Reichweite haben. Ja, dann geht das. Ja, wie gesagt, dann wirst du auch gehört. Ne? Das nutzt halt nichts. Genau, wir waren auch bei Shows, genau. Und Bildaufnahmen. Und genau. Warum man das nicht alles entweder verbietet oder... Ja, was mich ein bisschen stört, wir sind nicht da mal... Ich sag jetzt mal, die Main Street von Berlin lang gegangen. Also wir waren nicht beim alten Dampfkarussell. Das stimmt. Wenn es überhaupt ein Dampfkarussell ist. Ist es ein Dampfkarussell? Also mittlerweile nicht mehr. Ist es hydraulisch?
Es war nicht hydraulisch. Ist es nicht mit Dampf da? Mit Hydraulik? Ah, ich glaube, es hat nichts mit Dampf zu tun. Das ist vielleicht was früher mal. Ja. Ist ja auch kein Original. Also wir sind damit auch einmal gefahren und die Pferde waren ja aus Plastik. Da war ich total enttäuscht. Weil wir sind voll lange nicht mit dem, also wir sind irgendwie noch nie mit dem Karussell gefahren und irgendwann dachten wir uns, ah ja, jetzt komm, fahren wir damit mal. Und ich dachte halt wirklich, dass das Holzpferde waren. Mhm. Und dann setzte ich mich da drauf und dann ist das so ein Plastikpferd. Aber dafür warst du im DM voll der Fake. Begeistert von dem Dampf. Wir haben wieder gesagt. Der Efteling bleibt für mich auch im Gedächtnis, ja? Das D darf einfach nicht fehlen. Wir haben Efteling. Das Phantasialand. Ich sag immer noch, das Phantasialand. Aber es hieß ja früher auch die Efteling. Ist ja bestimmt noch ein Podcast, ist bestimmt immer noch das Phantasialand. Weil so das Phantasialand. Im Efteling, so, also bin ich mir nicht sicher, aber da haben die, glaube ich, noch ein richtiges Dampfkarussell. Also da waren wir drauf und wir haben die Vermutung, dass es ein Dampfkarussell war. Ja, aber Leute, die da arbeiten, ey, boah, jede Fahrt immer die gleiche Musik. Wer? Ja, das ist Efteling. Achso, bei da ist noch extrem schlimm, weil es diese Orgelmusik ist. Und dieses Monsieur Carnival. Din, 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 din. Ja, gibt es sonst noch was Erwähnenswertes vom Weihnachts-Winterzauber, Wintertraum im Phantasialand? Das sind halt ganz viele Details. Also wenn du jetzt auch im Haus der sechs Drachen bist der und Boden. Einfach mal hochguckst, dann sind da halt die Tannenbäume verkehrt aufgestellt und so. Also man muss da einfach mit offenen Augen auch durch den Park laufen. Und dann findet man echt schöne Sachen und die geben sich da auch super Mühe. Also ja. Auch wenn die Shows nicht so toll sind, aber trotzdem sollte man es mal gesehen haben, finde ich. Man muss es gesehen haben. Ja. Also gerade wenn man hier aus der Region NRW kommt, muss man da eigentlich hinfahren und gucken. Stopp, NRW ist groß. Vor allem auch, dass ja, obwohl so aber wenig Leute im Park sind, dann trotzdem immer bis um 8 Uhr aufhaben im Winter. Ist ja auch nicht so selbstverständlich. Ja, aber es haben auch nicht alle Attraktionen bis 8 auch. Also nee, ja, stimmt. Der Skierpass hat ja früher zu. Ja. Der Tempel hat früher zu. Die Hollywood-Tour hat früher zu. Ja. Braucht man im Winter weniger Mitarbeiter wie im Sommer? Ja, das ist ja Riverfest zum Beispiel nicht. Ja, gut, mal abgesehen von den Attraktionen, die zu haben. Dann trotzdem weniger Mitarbeiter, da weniger Andrang ist. Bei den Vinyas hast du normalerweise hast du 2 Leute pro Bahn. Also du hast bei den Minias 4 Leute und 2 Operator. Also sind das schon 6 Leute. Und im Winter werden die Bahnen ja nur von einer Person beladen und entladen. Stimmt. Und gesichert. Stimmt, da war nur einer. Ja. Ja, wobei dann hast du die ganzen Marktbütchen dann noch, ne? Die dann auch Mitarbeiter erfordern. Ja, dafür hast du ja zum Beispiel die Buden, also in China hast du ja die Slush-Bude nicht, die ist ja dicht. Stimmt. Oder Kreppmann. Der ist nicht da. Für Kreppes? Ja. Nee, die Eis, Eis, der Krepp ist da. Aber die echt? Soft-Eis, wo war der denn? War der Kreppmann? Welcher Kreppmann? In China? Ja. Town? Ich hab den nicht gesehen. Der ist doch da direkt. Der ist auch anschließend. Ja. Da kommt die Currywurstbude und dann kommt der Kreppmann und dann. Nee, ich meine, im Sommer steht doch schon mal so ein kleines Kreppständchen. Das stimmt halt doch jetzt auch. Okay, der war nicht da, aber das Kreppständchen war da. Ja? Hab ich nicht gesehen. Das ist bei der. Also würdest du eher sagen, gleich viel oder eher weniger Personen, die da helfen? Ich glaube, gleich viel. Also, jetzt, wenn der Park leer ist, gleich viel, ob Sommer oder Winter. Okay. Also, wenn der Park voller sind, brauchst du da logisch mehr Leute, die da sind. Also, doch eher Verlustgeschäfte. Ist ja eine Mischkalkulation. Das wird sich schon rentieren, sonst würden die den Park ja nicht auch machen. Ja, das stimmt. Ja. Ja, so viel zum Thema Wintertraum, würde ich sagen. Yes. Ja, wie gesagt, Phantasialand, Wintertraum haben wir genug drüber gesprochen. Falls ihr noch Kommentare und Meinungen dazu habt, dann gerne in die Kommentare bei YouTube. Wenn ihr diesen Podcast bei iTunes seht, hört, dann schaut auch mal bei Fanta Marina bei YouTube rein, denn da gibt es nämlich nicht nur Gequatsche, sondern auch bewegte Bilder. So, und jetzt sind wir nochmal kurz beim Thema Weihnachtsmärkte, die ja hier und da überall in jeder Stadt, in jedem Dörflein gibt es einen etwas größeren oder auch kleineren Weihnachtsmarkt. Und ja, da wollen wir halt auch nochmal kurz drüber sprechen, weil Kirmes ist ja momentan nicht. Deswegen müssen wir uns mit Weihnachtsmärkten begnügen. Ja, der Aachener Weihnachtsmarkt ist auf Platz 6 der schönsten Weihnachts 4? Auf Platz 6? Nee, gestern habe ich es gesehen. Oh, okay, der schönsten Weihnachtsmärkte Europas.
kann ich es nicht so ganz nachvollziehen, aber auch wenn ja, die Leute meinen. Überbewertet. Selber bewertet. Ja. Der ist groß, hat viele Bütchen, ne, aber. Kannst du mir veressen, satt wirst du, wenn du einmal durchgehst. Und betrunken. Und betrunken auch, oh ja. Ja, die Kulisse ist halt schön mit dem Rathaus und mit dem Dom, aber. Ich hab's bei Facebook, die Stadt Aachen hat da einen Post drüber gemacht, dass sie jetzt nicht mehr auf Platz 1 sind, sondern. Ja, auf die haben umgeholt. Ja. Nee, die waren auf Platz 2, die waren nicht auf Platz 1. Die waren aber irgendwann mal. Ja, das ist schon Jahre her, aber dann waren die auf Platz 2 und dann so, oh, jetzt. Aber es ist ja wieder anstrengend, ist halt immer dasselbe. Ja, das, ja, das schreiben aber auch die ganzen Leute, dass sie auch lieber auf anderen Weihnachtsmärkten gehen und nicht mehr nach Aachen, weil es halt da irgendwie, ja, nicht mehr so schön ist. Trotzdem kommen immer viele Busse nach Aachen, um, ja, Printen einzusacken ohne Ende, vielleicht auch. Der, ja, die Lage ist halt ganz schön zwischen Dom und Rathaus. Direkt in der Stadt halt, das ist halt nicht so abgelegen. Ne? Genau, ist halt auch ein Stück noch Altstadt bei und es ist halt aber immer, wie es auf allen Weihnachtsmärkten halt einfach so ist. Total überfüllt. Total überfüllt. Ja, da ist ja auch nicht doch mehr so. Doch, an den Wochenenden. Ja, also ich war an dem Samstag auf dem Weihnachtsmarkt und es war so voll, ich konnte mich nicht bewegen, nichts. Aber das Krasse ist ja, dass sie die Straßen auch schon breiter gemacht haben. Also früher, wahrscheinlich auch wegen Sicherheitsauflagen, dass sie die Straßen jetzt breiter machen und weniger Buden halt da sind als vorher. Ich meine, so Timmef, ich weiß nicht, wer kauft sich irgendwas auf dem Weihnachtsmarkt? Also es gibt voll ja viele. Da. Ja, es gibt ja da so einen, so einen Laden von Käthe Wohlfahrt heißt das. Kenne ich halt wegen, weil von meiner Mutter da irgendwie Bekannte mal gearbeitet haben. Da gibt es halt so kleine Engelsfiguren, die kosten dann 50 Euro, die du dann an einen Tannenbaum hängst. Denke ich mir auch so, wenn du einen Tannenbaum vollhängst, ja. Spendest du noch. Günstig. Ja, aber die Sache ist, es gibt da halt auch so wirklich so alte Sachen, ne? Es gibt auf dem Markt einen mit Glühweingewürzen, also mit Gewürzen, auch Glühweingewürzen, und die sind wirklich super, weil wir uns auch mal Glühweingewürze da holen. Gegenüber ist aber so ein Laden, es gibt nur diese Omas und Opas, aber auch mal diese alten Tischdecken. Ja. So ganz fein mit Spitze und alles und Original. Und wer kauft sich das heutzutage noch? Und das kannst du immer noch dort kaufen. Das ist so ein Ding, dann ist das schon seit 20, 30 Jahren ausgestorben. Das kannst du immer noch kaufen. Die Frage ist aber, verkauft sie so viel? Ja, super. Endlich, alle Jahre wieder. Endlich ein neuer Tischdecke. Endlich ist ja Weihnachten. Die Frage ist halt auch, verkaufen die wirklich so viel, dass sie das halt rauskriegen, weil dieser Stand kostet ja auch eine Menge also Geld. Also wir kennen jemanden, die malt Weihnachtskugeln an, also die, also sie mal sagt, sie war halt die Erste, die das halt gemacht hat. Diese, also es ist unheimlich kitschig, also ich finde es ganz cool, also weil es wirklich detailreich gemalt ist, aber im Großen und Ganzen ist es wirklich kitsch pur. Mhm. Das sind so Glaskugeln, die malt die an mit so Weihnachtslandschaften, mit so Schnee und ne, Weihnachtslandschaften halt. Und die sagt, das ist echt schweineteuer, aber für sie lohnt sich das wohl, weil sie halt auch, auch Werbung machen kann für ihr Standort. Sie sagt halt, ich weiß gar nicht mehr, in Monschau hat die einen Stand zum Beispiel. Ist in Köln vertreten, in Aachen vertreten. In Berlin, glaube ich, macht die Mutter halt in Berlin. Also das ist so um die 5000 Euro kostet der Stand für die Weihnachtszeit. Ja. Also nicht genau, aber um die 5000 Euro, aber halt der nackte Stand. Also da kommt dann halt noch Strom, der Stromanschluss muss halt immer verlegt werden, den musst du dann halt auch mal zahlen. Mhm. Nicht nur das, was sie verbraucht an Strom, halt auch, dass da überhaupt Strom in der Bude ist. Okay. Aber es lohnt sich ja wohl, also ich sah schon jahrelang auf dem Markt. Die seit Jahren schon da und sie meint, deshalb, es lohnt sich total. Also die hat da auch echt gut Geld raus und wie gesagt, die macht halt auch nochmal Werbung für sich, weil sie halt dann Flyer, die sie verteilen kann, ne? Ist halt Mundpropaganda. Sie ist selber Künstlerin und ja. Ja, ansonsten, Aachener Weihnachtsmarkt ist halt wirklich nur Gefresse und Getränke, ne? Ja. Also Frittenbuden, Wurstbuden ohne Ende. Ich weiß auch nicht, wofür geht man zum Weihnachtsmarkt? Für diese Stimmung, um solchen Kitsch zu kaufen? Oder geht man wirklich nur dahin, um zu trinken und zu essen? Weil also ich Kirmes finde, Stimmung halt geht ja, so Stimmung geht, finde ich, gar nicht mehr auf dem Weihnachtsmarkt, weil du froh bist, wenn du von einer Ecke zur anderen gehen kannst. Das ist so ein Getummel und so. Ja. Und die Leute passen nicht auf. Die haben diesen Tunnelblick. Da gibt's was zu essen, da gibt's was zu trinken, da gibt's was zu kaufen.
die meisten achten nicht mehr auf die Umgebung. Ja. Das ist so schlimm. Also ich meine, ich bin hier wirklich klein und ich werde oft angerempelt, aber das ist echt der Horror. Du musst wirklich aufpassen, und wenn du dann mal eine Frau anrempelst, weil sie gerade rückwärts geht, weil sie irgendwann sieht, dann keift die dich noch an, weil sie gegen dich gelaufen ist. Ja. Also es ist wirklich ein Stress pur. Das ist nichts mit Weihnachtsstimmung und auch romantisch, auch wie schön das ist. Konsum ohne Ende. Ja, so wenn die Leute sich einen Glühwein kaufen, dann bleiben die einfach an dem Stand mit ihrem Glühwein stehen. Die gehen nicht mal auf Seite, dass sich andere vielleicht auch was kaufen können. Die bleiben da direkt da stehen. Genau. Und du kommst da gar nicht dran irgendwie. Nee. Geil finde ich auch die Leute, die hast du auch im Weihnachtsmarkt, die hast du auch in der Stadt, wenn du einkaufen gehst, im Weihnachtsgeschäft. Du gehst einfach geradeaus normal durch. Und die bleiben mittendrin, bleiben stehen, die einfach stehen. Ja. Boah, ich verstehe das einfach nicht. Jedes Mal, überall wo du bist, diese Leute gibt es überall. Und dann mittendrin, ja, einfach an den Rand zu gehen und dann da zu warten. Ja, nee, die bleiben mitten. Die Beste sind die Großunterhaltung. Kinderwagen, Hund, 3, 4 andere Personen mittendrin. Und ich gehe auch dran vorbei und sage mal so, ja, mitten im Weg stehen, das ist schön. Und dann regen die sich noch darüber auf, wenn du an den Leuten vorbeigehst. Ey, das ist, also manchmal denkst du dir so, ihr seid nicht die Einzigen auf der Welt. Richtig. Seid man nicht so egoistisch. Ja, und ansonsten, Aachener Weihnachtsmarkt ist halt einfach, die Buden sehen halt einfach alle gleich aus. Ja. Die Musik ist immer gleich. Musik ist immer gleich. Die Stände, wo die Orte sind, weißt du gar nicht, wo der Nougat-Typ steht, wo der, damals war mal der Bonbon-Mann da, der ist jetzt auch nicht mehr da. Genau, der ist schon lange nicht mehr da. Und ansonsten ist es wirklich nur Gefresse. Es wird halt auch immer größer, gell? Auf dem Münsterplatz. Da sind ja fast überhaupt keine Weihnachtsbuden mehr. Auf dem Münsterplatz stehen, glaube ich, 8 oder 9 Weihnachtsbuden, wo du Sachen kaufen kannst. Und sonst ist der ganze Platz voll mit Glühwein und Essen. Ein Glühweinstand, der gehört einem. Also das ist ja dieser Hexenhof. Und das ist komplett ein Ding. Fibus gehört das. Ja. Und der Typ, der hat so viel Asche, den vor allen Dingen, da gehen auch noch so viele Leute hin und trinken. Es gibt so schöne kleine Buden, die man eigentlich besser unterstützen könnte. Als so einen konsumorientierten... Am Markt, also... spreche ich aus? Nein, ich spreche jetzt nicht aus. Ganz am Anfang vom Markt gibt es da noch diesen Santas Glühweinstand. Der ist ja ganz, ganz klein. Ich weiß nicht, kennt ihr den? Nee, den kenn ich gar nicht. Also wenn du von oben kommst vom Markt, das ist halt einfach nur eine ganz, ganz kleine Bude. Ja. Das ist eigentlich das beste Geschäft. Also wenn du... die machen ja auch oft Tests im Fernsehen, wie so mit dem Glühwein und so, ja, ne? Dass es überhaupt der letzte Rotz ist. Wenn ich mir mal überlege, wie viel Geld die mit so einem scheiß Glühwein machen. Jetzt mal, wenn du zum Discounter gehst, du kriegst eine Glühweinflasche für 1 Euro, lass es 1,50 sein. So, das ist ein Liter, 0,2, da kriegst du 5 Tassen von raus. Jetzt rechne mal 3 Euro pro Tasse. Du wirst dumm und dämlich, kannst dich damit verdienen, das ist echt krass. Habe ich ja schon mal überlegt, ne? Einfach mal so einen Glühweinstand irgendwo aufzumachen. Ja, stimmt, hat man mal drüber geredet. Ja. Nur einfach so einen Kessel zu nehmen und einfach, komm, mach so einen Glühweinstand auf. Aber das ist, glaube ich, nicht so ganz einfach. Also wir kennen ja die eine, die auch einen Stand hat und die darf keinen Glühwein verkaufen und darf auch keine Lebensmittel verkaufen. Also es dürfen nur bestimmte Läden Getränke verkaufen oder Essen verkaufen. Ja, ist schon klar. Aber wie gesagt, trotzdem auch die Leute, die es halt dürfen. Also ich glaube nicht, dass sie da... Das siehst du ja auch manchmal. Das ist keiner selbstgekochter Glühwein. Das ist, sind genau die gleichen. Ja, ist alles gepanscht. Also, da hast du vielleicht ein bisschen Süßholz mehr drin, sage ich jetzt mal. Ja. Bei dem anderen weniger und dann ist das schon ein Unterschied. Aber schmeckt halt trotzdem. Also muss es zugeben, wie scheiße das eventuell drin ist. Man will vielleicht auch gar nicht wissen, was alles drin ist, aber schmeckt irgendwie. Trotzdem, trotzdem gut. Und jedes Mal überall anders. Ja. Also ich finde, am Markt der schmeckt ganz anders. Wie heißt der nochmal, der Glühweinstand? Am Glühweintreff. Am Glühweintreff, das schmeckt ganz anders als der zum Beispiel im Fibus. Also wir hatten damals, wie wir zum ersten Mal in Maastricht waren auf dem Weihnachtsmarkt, der kostet relativ viel. Ja. Wir sind da immer zu so einem Stand gegangen, beziehungsweise die haben ja so ein Zelt aufgebaut. Der wird von innen drin auch beheizt und sieht aus wie so eine Blockhütte. Und schöne Musik und alles schön warm und so. Und da musst du halt erst so Bons kaufen und mit den Bons kannst du dann halt Schokomel, Glühwein und was ich was. Also Schokomel, wie wenn es nicht weiß, ist so eine Art Kakao. Das ist nicht richtiger Kakao. kannst du dann halt trinken, ist halt sehr teuer. Aber der war sehr, sehr süß und sehr lecker, ne? Sehr, sehr lecker, aber nie wieder bekommen. Genau, wir wollten, sind dann jedes Jahr zu diesem Glühweinstand wieder hingegangen, aber jedes Jahr schmeckt dieser Glühwein komischerweise anders. Ja. Deswegen der Jahrgang war das. Das war bestimmt ein guter Jahrgang.
Aber wenn wir einmal beim Maastrichter Weihnachtsmarkt sind, ja, da können wir eigentlich mal drüber sprechen, dieser Unterschied zwischen Aachener Weihnachtsmarkt und in Maastricht. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, in Maastricht wird viel, viel mehr geboten. Die haben da ein Riesenrad stehen, die haben da so eine kleine Raupe stehen. Die ist aber auch neu dieses Jahr, ne? Ja, dieses Jahr neu, ja. Letztes Jahr war es eine lange Rutsche. Genau, letztes Jahr hatten die eine lange Rutsche. Die ist auch immer so auf Camps gibt, so. Wo man mit Teppichen darunter fliegt, fährt, eine Rutsche. die hatten dieses Jahr, ich weiß, letztes Jahr glaube ich auch schon, so einen kleinen Kinderzug, wo die Kinder sich draufsetzen durchs konnten. Durchs Weihnachtsdorf so, da stand letztes Jahr ein Huhn. Da war ein richtiges Huhn, das war einfach da, ne? Ja. Das ging auch nicht weg, das war die ganze Zeit am Ein- und Ausgang von dem Ding. Voll lustig. Dann haben die eine riesen Schlittschuhbahn, auch so einen kleinen abgesperrten Bereich für Kleinkinder. Die ist ja auch überdacht. Haben die mehr Platz als in Aachen? Ist das größer? Die haben eigentlich weniger Platz, die haben nur diesen Freithof. Diese kannst du mal sehen, dass aber Aachen voll der Konsum ist, ne? Viel saufen und viel essen. Ja. Ich meine, die haben natürlich auch Essstände, ne? Aber die haben auch diese Essstände so ein bisschen getrennt von den eigentlichen Verkaufsständen. Ne, so die haben da so eine Gasse mit Verkaufsständen, so ein halbes U. Und dann auf der anderen Seite. Sind das die Nachbarn? Sind das die? Nee. Das sind Nachbarn, aber ja. Ja. Ist ein anderes Thema. Ich hoffe, man hat das jetzt nicht gehört. Aber. Was war das denn? Ja, so eine verrückte Nachbarin, die. Nein, verrückt kannst du es auch nicht sagen, weil meine unter uns wohnt eine schwerstbehinderte Frau. Und die dreht nachts in der Regel ganz oft durch. Die wohnt aber bei ihrer Mutter, die ist aber schon 50 oder 40. Und, aber die kann auch nicht richtig reden, ruft dann die ganze Zeit Mama. Ach, Mama. Die, ja, das erzählt, ja. Ja, okay. Das hat man gerade gehört. Ja, wo waren wir? Genau, also das ist halt ein bisschen geteilt davon. Ja, das Riesenrad wollten wir halt eigentlich mal drauf gehen, um das auch mal von oben zu sehen. Aber ganz ehrlich, 5 Euro, wenn man zu viert, das sind 20 Euro für einmal Riesenrad. Ja, überlegt man sich halt zweimal, ne? Dann hat man jetzt noch so einen anderen Bereich, Dick's Village hieß das. Komischer Name. Ich weiß gar nicht, was es wirklich jetzt heißt, außer... Und da gab es halt alles so Handgemachtes, ne? Da haben wir unsere Hände verewigt in Wachs. Wachshände. Die sind da oben, das sieht man jetzt nicht im Podcast, Schatz. Aber kann ich der Bibi ja mal zeigen. Ja. Gibt's jetzt der ist jetzt wahrscheinlich schon raus, der wieder vom Maastrichter Weihnachtsmarkt. Könnt ihr sehen, wie das passiert ist, was wir jetzt geschehen ist, dass wir jetzt unsere Hände in Wachs gegossen haben. Schön ausgearbeitet. Und wie gesagt, die Eislaufbahn ist jetzt viel größer. Nur. Aber guck mal, Ben hat ja nicht so dicke Fette. Und ist überdacht. Ja, also man kann da jetzt auch, wenn es regnet, halt irgendwie riecht noch gut. Riecht ein bisschen Eis laufen. Schau mal, riechen. Muss hier. Ja, Anne, muss ja von innen. Ja, ihr seht es jetzt nicht, hier werden gerade unsere in Wachs gegossenen Hände rumgereicht. Und so. Wie schön denn dieser Wachs riecht. Ich weiß es nicht. Und da können wir vielleicht mal wieder zum Thema zurückkommen. Ja, ich komm. Moment. Also und Ich erscheine. Aber wir haben es dieses Jahr nicht geschafft, dahin zu fahren. Ja. Aber haben die denn da irgendwas Spezielles an Essen? Jetzt, wie beim Getränk, zum Beispiel der Schokomel? Also Schokomel gibt es auch warmen Schokomel. Aber ist das Schokomel das, was so ähnlich ist wie Kakao? Ja, es ist so ähnlich wie Kakao. Okay, aber es ist kein Schmeckt Kakao. Wie, schmeckt eigentlich wie Kakao, aber es ist nur und ähnlich. Und heißt es dann Schokomel, nicht Kakao, wenn es auch Kakao ist? Ja, aber es ist ja Schokomel. Ja, es ist Kakao. Schokolade mit Milch. Schokomel. Ah, okay. Und, Fritten haben sie. Fritten haben sie natürlich holländisch, typisch holländisch. Dann hier diese Fries Schugos am Stiel. Und Fries, oh, genau. Ja. Dann haben die jetzt irgendwie dieses Jahr neu... sind wir leider nicht reingegangen. Wir haben so ein Zelt aufgebaut, da kannst du halt auch essen und trinken. Und da spielt eine Liveband, Karnevalsmusik wollte ich schon sagen, Weihnachtsmusik. Wir sind aber nicht reingegangen, weil wir wollten eigentlich ein Video da machen, auch das aufnehmen. Die wollen verlangen, der aber, wenn man Fotos oder Videos macht, 5 Euro dafür. Oh, krass, okay. Fand ich halt nicht so cool. Und ansonsten gibt es auch noch das Haus vom Nikolaus, also vom Weihnachtsmann. Oh. Wie richtig wie in Amerika, so eine Blockhütte mit einem Weihnachtsmann. Du musst 5 Euro zahlen, wenn du rein willst, kannst ein Foto mit dem Weihnachtsmann machen, ne?
werden immer so schubweise Kindergruppen reingelassen und da stehen sogar auch Elfen mit so grünen Mützen, grün-roten Mützen und spitzen Öhrchen und so. Ist halt schon ganz cool. Ansonsten ist halt, ja, also dahinter ist, ich weiß gar nicht, ist es eine Kirche oder eine Burg, die man dahinter sieht, im Freithof, die ist auch mal schön beleuchtet. Die hatten damals auch mal eine Mapping-Show auf dem Rathaus, das hatten die dieses Jahr. Dann haben die nicht. Süßigkeiten runtergeworfen, ne? Ja, genau. Weil die haben das Fenster aufgemacht und Süßigkeiten runter. Erst die Mapping-Show und dann haben die Süßigkeiten rausgeworfen. Cool. Dann haben die einen großen Weihnachtsbaum, da stehen Wünsche drin, da sind so Kugeln und da konnten Leute, haben das da. Wir haben auch nicht verstanden, warum. Ich denke, vielleicht gibt es irgendwelche Weisen oder wie es auch hier ist, vielleicht so in Supermärkten, ne? Wo Kinder aus Kinderheimen dann ihre Wünsche an so einen Wunschbaum mal packen. Mhm. Gab es halt auch. Dann gibt es ein großes Haus, wo nur Weihnachtsmänner drin sind und wo du halt so Weihnachtskram halt kaufen kannst. Ne? Aber alles bewegt sich und macht irgendwelche Geräusche und so, ist auch ganz lustig. Aber ansonsten ist er halt relativ klein. Aber weil halt so viele Lichter halt da sind und es riecht halt überall anders und ja, die Atmosphäre ist halt einfach viel cooler. Weihnachtlich ja nicht genau. So konsumorientiert. Genau, wie du kannst halt drumrum gehen und drumrum sind halt alles Cafés. Mhm. Die haben auch die Biergärten oder die, was, wie heißen das draußen? Die haben draußen Stühle auf jeden Fall stehen, das sind Heizpilze, die sind auch alle schön angestrahlt, alle die ganzen Cafés. Da kannst du halt auch draußen sitzen, kriegst du halt so ein Lampfell noch über und das ist halt irgendwie ganz cool, ist auch eine ganz andere Atmosphäre halt. Aber essenstechnisch, um auf Kevins eigentliche Frage zurückzukommen, habe ich auch Flammlachs gesehen. Flammlachs gab es, ja, da gab es eben so ein Brot. Ganz wichtig sind immer belgische Waffeln gibt es da. Ja. Ganz warme, frisch, warm. Du kannst sie mit Schokolade überzogen oder mit Erdbeerüberzug oder halt, ja, naturell. Da gibt es einen Wagen, wie auch vielen Kirmes in Holland, die mit diesen Ölbollen, also diese Kiplinge gibt es da auch. Schatzen, oh ja. Die wir auch gegessen haben. Ja, genau. Und dann hatten die sowas wie Pizza, das war aber irgendwie höher und es kam irgendwie so ein Ofen rein. Keine Ahnung, was das war. Ja, so viel zu dem Weihnachtsmarkt da. Also, wir gehen da eigentlich immer, wir waren letztes Jahr am zweiten Weihnachtstag da, ne? Oder am ersten. Um da irgendwie nochmal so ein bisschen, ja, die haben, das Coole daran ist, die haben auch noch nach Weihnachten auf. Die haben kurz vor Silvester haben die noch auf. Also wer das bis Weihnachten nicht schafft, könnt ihr auch noch danach. Ah, okay, cool, ich wusste gar nicht. Ich will mal gucken, ob wir es schaffen. Und aber bringst genug Coole, Geld mit fürs Parkhaus, ist ziemlich teuer. Ja, das Coole ist aber, ihr könnt direkt, also. Aber wo Maastricht ist es, da kann man mit dem Bus hinfahren, kostet nur 8 Euro zurück. Oder wir haben nicht jetzt 11 Euro bezahlt für 3 Stunden, 4 Stunden. Ja, aber das Geile ist halt, du kannst halt der Platz, der ist untertunnelt. Und unten drunter ist halt ein Parkhaus. Du kannst halt direkt reinfahren. Ja, genau, du kommst halt drauf und bist direkt auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, du bist sofort da. Ja. Wir waren da ja schon häufiger shoppen in Maastricht, ist ja direkt da. Ja. Ja, ja. Was auch cool sein soll, ist der Weihnachtsmarkt in Falkenburg. Der ist ja in diesen Grotten, in diesen Höhlen, da gibt es ja. Ja, Falkenburg habe ich auch gerne mal hin nochmal. Was? Kalkstein ist das? Oder Kitschpur. Da siehst du Kitschpur. Ich war schon auch vor 10 Jahren mal da. Ja. Das ist so kitschig da, wirklich. Also du zahlst halt Eintritt in die Grotte, ne? Aber halt überall kleine Weihnachtsmärkte. Es war schon immer voll da. Aber es ist halt wirklich, du hast ja dieses typisch amerikanische Weihnachtsbaumgehänge mit diesen Schneemann-Figuren, Weihnachtsmann im Zug-Figur, Glitzer und Bling-Bling. Ja. Aber es ist halt nochmal was anderes. Es ist halt auch immer schön so. Aber die haben in Falkenburg auch, ich glaube, einmal mitten in der Woche und einmal immer am Wochenende geht da so eine Parade durch die Straßen. Okay. Die halt, ja. Weihnachtswandparade. Ja, Weihnachtswandparade mit ganz vielen Lichtern überall dran an den Autos und weiß ich was. Die werfen da auch, glaube ich, Süßigkeiten und rufen bestimmt mal alle auf. Ja. Ist auch, ja, das ist da halt irgendwie so Highlight und dass es halt in unterirdisch halt alles ist, ne? Ja. Manche haben da halt ein Problem mit. Ja, Platzangst. Ja. Aber da muss man ja nicht hingehen. Und es ist arschkalt. Also es ist auch im Sommer, wenn du da hingehst, ist es sowieso schon kalt. Ja. Und wenn halt Winter ist, ist es halt nochmal kälter. Dann haben wir noch Schloss Merode. Schloss Merode. Da arbeitet eine Freundin von mir am Nüwaldstand.
die schon von den Däpfchen besoffen, sagt die immer nur, ich hoffe nur zu riechen, schon kriegst du es. Ja. Wir hatten uns jetzt auch überlegt, aber dann habe ich nochmal nachgeguckt, was es kostet. 7 oder 8 Euro. Ja. 7,50 Euro am Wochenende und 6,50 Euro in der Woche. Und das finde ich schon, ja, aber wenn du 4 Personen dahin gehst, viel. Du sagst halt auch Romantik-Weihnachtsmarkt. Das ist halt alles mit Fackeln wohl beleuchtet, also jetzt nichts Künstlicheres, sage ich jetzt mal. Das soll, ist halt klein, aber es soll super, super schön sein. Also mit einer der wirklich super schönen Weihnachtswerfe kannst du halt, ist halt gemütlich. Und du kannst, es gibt auch so ein Nachmittagsangebot, das ist so günstiger, wo du halt erst nachmittags hingehst. Okay, also Schloss Merode, für Leute, die das nicht kennen, das ist in NRW, wo genau, in bei Jülich, ne, glaube ich. Nee, Langer. Oder Langerwehe. Oder so. Also in der Nähe von Aachen, glaub, zwischen Aachen und Düren. Da ist der Weihnachtsmarkt um eine Burg rum. Und ja, das hat man halt Eintritt, was ich halt irgendwie ein bisschen blöd finde. Die Sache ist halt, weil dieses Schloss Merode ist ja privat. Ja, die und wollen... Und ist halt Privatbesitzer und will halt Eintritt, was ich verstehe, weil der hat halt dieses ganze, auf einer Wiese oder wo das ist, alles platt gedrückt. Ja, aber ist für mich ist es halt, mir ist das scheißegal. Also ja, ich gehe halt auf den Weihnachtsmarkt und ich gebe sowieso schon genug Geld aus. Und jetzt dafür, wahrscheinlich dann auch für Park noch Geld zu verlangen. Ich weiß, wie du sagst, das kostet vielleicht nichts. Also eine Kollegin meinte zu mir, es ist kostenlos. Puh. Ich weiß es aber nicht. Dann würde ich sagen, weiß ich nicht, dann machst du vielleicht eher, mach einen Glühwein, mach da 50 Cent drauf oder so. Ich weiß nicht, also das ist halt... Also ich würde, keine Ahnung, also ich würde halt auch gerne hin. Also ich bin halt auch auf den gleichen Grund, dass man Eintritt zahlen muss, will ich halt nicht hingehen. Aber ich meine, man weiß es ja vorher. Es ist ja schlimm, finde ich immer, wenn du hingehst und sagst, ach krass, kostet Eintritt. Das finde ich immer so schlimm, aber man weiß es ja vorher. Dann ist es zwar schade, man hat auch Gutes davon gehört, aber entweder man überlegt, gehe ich jetzt dahin oder gehe ich halt nicht dahin. Oder dann trinke ich halt zwei Glühweine weniger oder esse halt nicht den Crepe, sondern gehe dann dafür tatsächlich in Eintritt. Aber es ist halt echt, jeder muss es selber wissen. Meine Eltern waren jetzt da gewesen, die waren voll begeistert, ich fand das total schön. Aber die sind halt auch, sag ich mal, zu zweit. Und die essen da jetzt eh nicht großartig. Die trinken zwei Glühwein und das war's. Mhm. Wir, also ich kenne mich ja, ich würde da essen, ich würde da trinken, ich würde da noch einen Crepe nehmen und so. Lohnt sich das ja eher. Teuer. Ne? Ja, eher weniger für uns. Nee, aber ich finde, es würde sich ja eher lohnen. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt da schon 13 Euro Eintritt bezahle und trinke dann nur zwei Glühwein, dann waren da zwei teure Glühweine. Ja, ja. Zwei Glühweine kannst du auch zu Hause trinken. Du gehst ja, du guckst ja auch. Eventuell willst du dann aber ich weiß schon, was die meinen. Also es ist so wie, wenn Nachtflohmarkt in Aachen ist, dass du dann da irgendwie einen Euro Eintritt zahlst. Ja, 4 glaube ich sogar. Oder 4 Euro. Ja, zahle ich wo du dir so denkst, ja, was ist ein Flohmarkt, warum zahlen die Stände das nicht? Also ich kann irgendwie beide Seiten verstehen. Ja, logisch ist es, auf der einen Seite machen sie es vielleicht besonders schön, die haben die Fackeln und dadurch irgendwie mehr Kosten. Aber auf der anderen Seite, warum zahlen die Kosten nicht die Stände, die da eh drin sind und die ihre Sachen verkaufen? Wart ihr schon mal in Oberhausen auf dem Weihnachtsmarkt? Nee. Ich war halt mit Kevin zusammen nur in Aachen und sonst da müssen meine Eltern noch in Falkenburg und wir sind nicht so die großen Weihnachtsmarkt. In Düsseldorf waren wir auch schon im Weihnachtsmarkt. Also jetzt nicht mit ihm, aber früher. Ja. Das ist riesig, das ist viel zu groß. Aber Oberhausen ist auch eigentlich ganz cool, weil es geht halt ums Zentro heißt es, ne? Ja, Zentro Oberhausen. Ganz dazu. Zentro, was meinst du? Ich kann mal schön sagen, also so Fuß. Also, ums Zentro drumrum. Wir hatten einen Fehler gemacht, letztes Jahr an einem Sonntag hinzufahren. Verkaufsoffen. Zentro verkaufsoffen. Ja, also drückten sich nur die Menschenmengen halt so dadurch. Was aber ganz cool ist, da gibt es halt so eine riesengroße Bahn. Moment, gibt es das immer noch? Gibt es immer noch. Okay. Und ich war ja da, dieses Jahr. Ach so. Und ich war nicht am Weihnachtsmarkt, aber ich war auf dem Konzert, das war ja. Ja. Und da kannst du halt runterrutschen mit so Reifen durch so Schnee, also eine Schneerutsche. Und es gibt so motorisierte, wie heißt es, Jetskis, ne? Ach stimmt, da für Kinder. Ja, das ist ja halt, Fantasia, was auch gehört. Ja, also da kannst du halt, also es sind wirklich motorisiert und die beachten auch peinlich genau drauf, ne, dass man wirklich nicht weiterfällt, wenn die Stopp sagen. Also, aber es ist halt schon für die Kinder halt schon sehr cool. Aber ansonsten, der Weihnachtsmarkt, also da muss man halt wirklich hingehen, wenn am besten das Zentrum zu hat, ne, weil da war ist oder nicht viel los ist. Weil an dem Sonntag, das war die Hölle. Oder du gehst halt in der Woche dahin, dann kannst du es verbinden. Gehst du einmal fett shoppen im Zentrum und danach gehst du am Weihnachtsmarkt. Ja, oder so. Oder umgekehrt. Was da halt natürlich gut ist, Parkplätze sind halt da. Viele, viele, alles kostenlos und ja, du kannst halt noch shoppen, ne? Ja. Das kommt noch hinzu. Und ansonsten,
Berlin-Weihnachtsmarkt ist halt auch ganz cool, weil da gibt es halt dann auch ein paar Attraktionen. Ne? Ich mag Berlin nicht. Also ich fand die Stadt damals, wo ich da war, sowas von hässlich und grau und dreckig. Ja. Dass wenn jetzt jemand sagt, in Berlin gibt es irgendwas, oh, voll schön Berlin. Ich bin so, ich brauche einfach schöne Ecken, die mir jemand zeigt, der in Berlin wohnt, wo es echt schöne Sachen gibt, weil ich halt habe echt so ein hässliches Bild von Berlin. Ne? Auch der Name finde ich schon total scheiße. Also ich bin ganz abgeneigt von Berlin. Ich brauche jemanden, der da wohnt, der mir die coolen Ecken von Berlin zeigt. Vielleicht ändere ich dann meine Meinung. Die Insider-Ecken. Ja, nicht diese Touristenecken. Die aber da hast du halt den Vorteil, da kannst du halt noch was fahren, ne? Da gibt es halt noch ein paar Attraktionen. Ja, aber. Das fehlt mir so bei den Weihnachtsmärkten. Aber das finde ich so das schön. Aber das finde ich so. Das finde ich auch so ein bisschen doof, weil für mich ist Weihnachtsmarkt hat nichts mit Attraktionen zu tun. Dafür habe ich die Kürbis. Ja, aber die gibt es ja im Weihnachtsmarkt. Ja, aber das ist ja nicht schlimm, dass es den Winter nicht gibt. Das hat ja. Oh, also ich weiß, ich finde so Kürbis ist für mich immer so warm. Frühling, Sommer, gemütlich, schöne Zeit. Weihnachtsmarkt ist für mich so kalt, Winter. Ja. Und sonst kannst du in die Freizeitparks noch gehen. Wie das Phantasialand, der Europapark. Oder man fährt ins Winterwunderland nach London, weil das ist auch mega krass. Ja. Also da gibt es, weiß ich, wie viele Attraktionen. Da war zum Beispiel Olympia Looping. Ist der nicht jetzt auch wieder da? War da, genau. Und das finde ich auch schon krass. Allein, also die Preise sind da wohl tierisch teuer. Ich habe ein paar Videos von Kirmesmopol, Moritz heißt der, ne? Kirmesmopol, ne? Ja, nicht Monopol, Mopol. Ja. Ich habe Probleme mit dem Namen. Die haben auch geschrieben, also der hat auch geschrieben, dass es sehr teuer da war. Aber man muss immer mal überlegen, also so ein allein schon so eine Achterbahn von Deutschland aus, von München aus, nach London zu transportieren, das allein die Achterbahn, das ist ja die größte transportable überhaupt. Was hat die Fahrt, weißt du, was die Fahrt gekostet hat? Ich glaube, es waren 11 Euro, wenn ich mir. Boah! 12 Euro. Entschuldigung. Und in Deutschland 6. Nee. Ich war 7, ne? Boah! Ja. Also ist schon so eine Sache, das ist ja. Aber ich glaube, wir können uns jetzt mal ewig hier. Platzer. Aber die Platzmiete ist bestimmt auch deutlich teurer als in Deutschland. Aber so hat man halt auch ein bisschen Fahrspaß an Weihnachten oder in der Vorweihnachtszeit. Ja, so viel zu sagen zu Weihnachtsmärkten ist ja nicht, außer wie gesagt, viel Happy Happy und schon mal auf die Festtage vorzubereiten. Und ansonsten schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr schön findet an Weihnachtsmärkten. Vielleicht haben wir irgendwas vergessen. Das soll es für diesen Podcast gewesen sein, denn wir haben schon mega spät. Das war eigentlich so eine spontane Idee. Ja, gleich 2 Uhr, 2:15. Wahnsinn, 2:15 haben wir. Die Zeit vergeht. Vielen Dank an Vivi und Kevin von Vivi Bing. Auch von uns vielen Dank, dass wir dabei sein durften in eurem Podcast. Und schaut mal bei Vivi Bing auf dem Kanal. YouTube, also ich habe jetzt keinen Podcast. Den YouTube-Kanal. Noch nicht. Ich finde das so ganz schon komisch, wenn man irgendwas zeigen würde oder mit den Händen gestikuliert und dann merkt so, verdammt, die sehen einen ja gar nicht. Ich will irgendwas erklären. Ja, aber dafür kannst du dich hier hinsetzen, in der Nase popeln, das sehen die alles gar nicht. Ich will ja gar nicht, wie alle Hacks. Wobei, beim Fuchzen würde ich noch, das würde ich aufpassen. Das hören wir. Und die hören auch alle meine Nase schniefen. Ja. Und das ist, glaube ich, besser, wenn man das, also wenn man so sieht, dass jemand erkältet ist, wenn man so jemand die ganze Zeit hört zum Nase schniefen. Also Vivi rotzt hier die ganze Zeit rum. Ich bin's, man hört es vielleicht auch. Der nächste Podcast ist ein Nackt-Podcast. Ja, genau. Der Link zu Vivis Kanal nochmal in der Beschreibung dieses Videos, wenn ihr bei YouTube guckt. Und vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt fleißig in die Kommentare, lasst ein Like da. Schaut auch mal bei Instagram bei der Phantom Arena vorbei, denn da gibt es ein paar schöne Bildchen. Und bei Facebook natürlich auch. Da mal auf Gefällt mir drücken. Ansonsten soll es das gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.